Spitzenstifte, rollende Würfel und vier fantastische Mitspieler. Das sind die Zutaten für ein Pen and Paper und das servieren wir euch heute mit Tor nach Carcosa. Viel Spaß. Stranger still is lost Carcosa. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir sind live hier am Freitagabend bei Rocket Beans TV und einem schicksalshaften Freitagabend, möchte ich fast schon sagen. Herzlich willkommen zu Pen and Paper Tor nach Carcosa. Es wird gruselig, es wird ein bisschen getanzt, es wird vielleicht ein bisschen gegessen werden. Es wird auf jeden Fall ein spaßiger Abend. Ich finde es schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ich habe heute Abend die Ehre, euch hier als Spielleiter zu begleiten. Mein Name ist Steffen und ich habe eine viel größere Ehre noch, denn ich habe vier ganz fantastische Spieler an meiner Seite, die ich euch einmal kurz vorstellen möchte. Zu meiner Linken, für euch ist es dann, glaube ich, rechts, Mairi Stritter von Augenspalter auf der ganz äußeren Seite. Hallo Mairi, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und hier ein bisschen Kompetenz in die Runde bringst. Das werden wir noch sehen. Denn die Kompetenz, die Mairi hat, die haben alle anderen vielleicht nicht, vor allem ich habe die nicht, aber das werden wir alles hinkriegen. Zu meiner Linken ein Pen and Paper Neuling. Hallo Colin, schön, dass du mit am Start bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich die Kompetenz neben mir sitzen habe und den Regelhüter auf der anderen Seite. Also, ich habe dich hier schon richtig hingesetzt, damit ich mal so ein bisschen rübergucken kann. Ja, ich merke schon. Wir haben es schon abgesprochen. Hier ist der Lehrertisch und das sind so die Problemschüler und dann da hinten kommen so die Streber. Und das würde dir was vorsagen, aber so mit 1,50 Meter Abstand ist das gar nicht so leicht. Ja, ja. Ach du, wenn du sagst so, würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Alles klar. Oder so Morsecode. Ich bin jetzt bei Ich würde gerne so. Bevor wir weitermachen, haben wir auf unserer rechten Seite noch jemanden, der auch nicht als Problemschüler gilt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Chiara, schön, dass du auch mit dabei bist. Ja, nur im echten Leben. Danke, ich freue mich auch. Du bist auch zum ersten Mal jetzt hier mit dabei, aber hast schon Cthulhu gespielt. Also du kennst dich ja aus. Ja, tatsächlich habe ich das schon gespielt. Brauchen wir nichts erklären. Das ist gut. Und natürlich auf der ganz äußeren Bahn Florentin Will, meine Damen und Herren. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Auch du hast Pen-and-Paper-Erfahrung, aber noch kein Cthulhu gespielt. Kein Cthulhu-Erfahrung, keine Ahnung, worum es geht. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt heute. Das ist gut. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ihr nichts über Cthulhu wisst. Ihr da draußen, es ist auch nicht so ganz schlimm, wenn ihr nichts über Cthulhu wisst. Es ist sogar gut, wenn ihr nichts über Cthulhu wisst. Ich habe ein paar kleine Anmerkungen, bevor wir gleich ins System einstarten und ich euch ein bisschen die Regeln erkläre. Nämlich, es gibt heute natürlich wieder Social Media. Ihr könnt wieder teilnehmen über das Hashtag PNPCarcosa. Wir würden uns freuen, wenn ihr dort einfach rege teilnimmt und das Hashtag mal schön in die Trends reinballert. Da würden wir uns persönlich sehr drüber freuen. Es gibt heute keine Abstimmungen. Das heißt, ihr könnt euch schön zurücklehnen. Ihr müsst nicht direkt mit dem Mauszeiger auf den Abstimmungsbutton hovern und nur darauf warten, dass irgendwas passiert. Das passiert heute nicht. Es wird ein reines Abenteuer, das aus diesen fünf Köpfen heraus entstehen wird, hoffentlich. Das heißt, da könnt ihr euch schön zurücklehnen. Und noch als kleiner Disclaimer, wir spielen ein Horrorabenteuer im Cthulhu-Universum. Es wird blutig. Es wird vielleicht Tentakel geben. Es werden vielleicht Eingeweide herumspritzen. Also, wenn ihr euch jetzt denkt, ah, Pen and Paper, das ist doch diese lustige Sendung, die kann ich ja mal mit meinen Kleinen gucken. Guckt vielleicht ein anderes Pen and Paper. Das hier könnte zu Albträumen führen, aber es ist euch überlassen, ob ihr es gucken wollt oder nicht. Bleibt gerne dran. Ansonsten schaltet es einfach aus, beziehungsweise mal drückt auf Mute und lasst es im Hintergrund laufen. Dann ist es auch in Ordnung. Ihr könnt nachher dann die schlimmen Szenen überspringen im VOD. Jetzt habe ich sogar Angst hier. Ihr müsst gar keine Angst haben. Gibt es Jumpscares? Natürlich gibt es Jumpscares. Wir haben extra Fenster haben wir hier. Sachen können aus den Bücherregalen herausfallen. An dieser Stelle kann ich übrigens nochmal vielen Dank aussprechen an Laura, die dieses fantastische Set uns gebaut hat. Das ist wundervoll. Es war mir persönlich ein großer Traum, immer mal in so einem Set Pen and Paper zu spielen. Das hat man sonst natürlich privat nicht die Möglichkeit. Zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie Florentin zu Hause lebt in so einer. So was ist eigentlich normal für dich wahrscheinlich. Whirlpool ist eher so ganz viel. Whirlpool. Das gute alte Whirlpool-Abenteuer. Ja, das ist gut. Seefahrer. So, bevor wir jetzt gleich reinstarten in die Geschichte, noch ein bisschen was zu den Regeln. Wir spielen nach dem Cthulhu-Regelwerk. Call of Cthulhu auf Englisch. So sieht das Ganze aus. Und wir spielen Achtung Cthulhu. Achtung, es kommt noch ein zweites Buch. Sozusagen die Variante im Zweiten Weltkrieg davon. Wie schon gesagt, es wird gruselig, wer sich mit den Geschichten von H.P. Lovecraft und seinen Spießgesellen, wie ich sie gerne nenne, auskennt. Und mit dem Thema kosmischen Horror wird
wird bereits Bescheid wissen, was sozusagen passieren kann. Und das Regelwerk ist eigentlich relativ simpel. Alles, was ihr da draußen wissen müsst, ist, dass wir auf einem Prozentsystem würfeln. Das heißt, jeder der Spieler hat Fähigkeiten, die jeweils einen Wert haben von 0 bis 100. Wobei 100 sehr gut ist und 0 sehr schlecht, je nachdem, was ihr dort auf euren Charakterbögen drauf habt. Die Charakterbögen findet ihr übrigens auch auf Social Media. Dort wurden sie nochmal geteilt, wenn ihr euch die selbst nochmal angucken wollt. Aber unsere vier Spieler werden die auch gleich nochmal ganz kurz überfliegen und euch nochmal kurz die Charaktere vorstellen. Und jedes Mal, wenn ich sage als Spielleiter, hey, ihr müsst mal eine Probe machen, ihr wollt irgendwas machen, was vielleicht schief gehen könnte, dann müsst ihr würfeln und ihr müsst den Wert, den ihr auf eurem Spielplan habt, auf eurer Charakterbogen, müsst ihr unterwürfeln. Das heißt, je niedriger ihr würfelt, desto besser, je höher ihr würfelt, desto schlechter. Und das macht man mit diesen beiden lustigen Würfeln. Die sehen ein bisschen komisch aus, aber es sind im Endeffekt zwei zehnseitige, sieht man jetzt nicht so richtig gut. Aber auf einem sind quasi die Zahlen von 0 bis 90 drauf, jeweils in 10er-Schritten und vor allem die Zahlen von 0 bis 9. Und damit würfelt man quasi einen Wert zwischen 0 und 100. So viel erstmal zu den Grundmechaniken. Es gibt noch so ein paar Besonderheiten. Und zwar jeder von euch hat einen Glückswert. Den Glückswert, ja, ist erstmal ein ganz normaler Wert für Glück. Ich kann also irgendwann zum Beispiel sagen, wenn ihr versucht, keine Ahnung, Karten zu spielen oder Roulette zu spielen, könnte ich zum Beispiel sagen, würfelt mal auf Glück. Und dann würfelt ihr eben auf Glück. Die Glückspunkte könnt ihr aber auch ausgeben, um beispielsweise einen Wurf zu verbessern. Das bedeutet, ihr könntet zum Beispiel sagen, wenn ihr eine 50 würfeln müsst, aber ihr würfelt da eine 60, dann könntet ihr 10 Glückspunkte ausgeben. Die sind dann permanent weg. Die kommen nie wieder für dieses Abenteuer. Und dann wäre aber der Wurf trotzdem gelungen, aber ihr habt eben diese Glückspunkte verloren und ausgegeben. Und die kriegt ihr nicht wieder. Und das Zweite ist, ihr könnt eine Probe forcieren. Das bedeutet, wenn ihr eine Probe nicht schafft und zum Beispiel dringend durch eine Tür wollt und es aber nicht schafft, die aufzustemmen oder aufzuknacken, dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte diese Probe jetzt forcieren. Wenn ihr dann allerdings die Probe nicht schafft, dann werden euch böse Konsequenzen aus meiner Fehler sozusagen anheimfallen. Also überlegt euch ganz genau, wann ihr das einsetzen möchtet und wann nicht. Aber wenn ihr dann beim zweiten Versuch das Ganze schafft, dann seid ihr natürlich durchgekommen durch das Abenteuer bzw. durch die Probe. Habt ihr zu den Regeln jetzt erst einmal noch konkret Fragen? Irgendjemand hier am Tisch? Nee. Nein? Nein, ich mache mir meine Notizen. Du machst dir mal schnell die Notizen, okay. Dann würde ich einfach sagen, wir stellen mal ganz kurz die Charaktere vor und fangen am besten mal an mit Mairi auf der linken Seite. Ich spiele Evelyn Peterson und Evelyn Peterson ist ein sogenanntes Attergirl. Sie ist von der Air Transport Auxiliary, das heißt also eine fliegende Frau, die Flugzeuge auch verlegt hat. Und deswegen kann sie gut Dinge reparieren und sich super orientieren. Und sie kann auch ein bisschen schießen. Wir wissen noch nicht, wie wichtig das werden wird, aber sie hat eine Waffe und sie ist bereit, sie zu benutzen. Meistens trifft sie. Ungefähr in 60% aller Fälle. Wer auch noch eine Waffe hat, ist Colins Charakter. Colin, den spielst du heute Abend? Ich spiele heute Sergeant Chester Harrison, einen englischen Bodentruppler, einen Kommandosoldaten, der schon den Ersten Weltkrieg mitgemacht hat, den eigentlich so schnell nichts mehr so richtig überraschen wird. Er hat natürlich entsprechend gute Werte in Schießen zum Beispiel. Ich bin auch sehr gut im Zuschlagen und ich bin auch recht gut im Einschüchtern. Also quasi Colin nur mit einem anderen Namen heute Abend. Perfekt. Chiara, wen haben wir denn an der rechten Seite hier? Ich bin Carmen Alvarez und ich komme aus Spanien. Anhand des Namens merkt man es ja schon. Bin aus Spanien aber geflüchtet, da gab es einen Bürgerkrieg und dann dachte ich, schnell weg hier und bin nach Großbritannien quasi geflüchtet und habe da einen eigenen Laden. Ich bin Antiquarin und kenne mich dementsprechend so ein bisschen aus mit dem kleinen Krimskrams. Etwas, was vielleicht die Reichen und Schönen gerne haben möchten, weil die wollen ja immer mit Dingen angeben. Und ich habe einen Trend bemerkt, Leute stehen gerne so ein bisschen auf okkulte Sachen, Schrumpfköpfe. Und das habe ich mir zu Nutzen gemacht. Und vielleicht flunkere ich mal bei dem einen oder anderen Gegenstand und erfinde irgendwie, oder ich dichte was mit meinem Mund. Und lasse den Leuten glauben, dass sie da vielleicht was ganz Tolles gerade erworben haben, damit es mir finanziell ein bisschen besser geht als eine Person, die aus einem Bürgerkriegsgebiet kam und jetzt auch in so einer Kriegszeit lebt, ist natürlich wichtig, finanziell gut aufgestockt zu sein. Und deshalb bin ich jetzt auch hier. Weil du finanziell sehr gut aufgestockt bist? Nein, sein möchte. Ach so, sein möchtest. Okay, alles klar. Dann haben wir noch Florentin auf der rechten Seite. Ja, ich spiele Ludwig Bruckmüller. Ich bin 43 Jahre alt und bin ein österreichischer Filmkritiker. Entschuldigung, ein Musikkritiker natürlich. Ein Musikkritiker. Ich schreibe für das neue Wiener Tageblatt im Feuilleton. Und jeder, der in Wien etwas mit der Kulturbranche zu tun hat, kennt meinen Namen. Denn ich kann mit einem Artikel ganze Karrieren zerstören. Und ja, ich kenne mich sehr gut mit Musik aus und habe noch ein bisschen psychologische und gesellschaftliche Fähigkeiten.
Seiten, ansonsten aber nicht etwas zart beseitet. Ich habe eine schwache Lunge. Ich habe auch schon im Ersten Weltkrieg gedient, aber bin dort eher schwächer herausgekommen, als ich reingegangen bin. Und ja, ansonsten kann ich gut schreiben, kenne mich gut mit Musik aus und freue mich auf die Abenteuer, die wir heute erleben. Sehr schön, vielen Dank. Ja, wie schon gesagt, wir spielen im Zweiten Weltkrieg. Wo genau, erkläre ich gleich noch. Aber, um das hier gleich ganz kurz klarzumachen, wir spielen zwar im Kontext des Zweiten Weltkrieges, aber wir spielen kein historisches, korrektes Abenteuer. Das Ganze ist eine Parallelwelt in dem Sinne. Das heißt, nicht alles, was wir jetzt heute Abend spielen, ist auch wirklich so tatsächlich passiert im Zweiten Weltkrieg. Eher genau das Gegenteil. Wir spielen eine komplett fiktive Geschichte. Nur, dass ihr euch nicht wundert und alle Hobbyhistoriker zu Hause gleich irgendwie ein Herzkasper kriegen. Das wollen wir nicht. Deswegen das kurz vorweg. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr alle bereit seid, steigen wir mit der Einleitung ein. Möchte noch irgendjemand was loswerden? Nein. Nein? Nee. Gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit einer kurzen Einleitung. Wir befinden uns im Jahr 1941 und damit mitten in dem wohl schlimmsten Krieg der Moderne, dem Zweiten Weltkrieg. Im Frühling des Jahres 1941 hat das Deutsche Reich einen Großteil Europas besetzt. Während sich die Alliierten nach der gewonnenen Luftschlacht um England sammeln, führt die Wehrmacht einen brutalen Angriffskrieg gegen die Sowjetunion an der Ostfront. Doch in unserer Version des Jahres 1941 wird dieser brutale Krieg nicht nur auf den Schlachtfeldern durch Soldaten geführt, sondern auch in den Schatten und in fremden Welten. Ihr seid Teil der sogenannten Sektion M, einer relativ neu gegründeten Organisation, der Teil des Special Operations Executive, kurz SOI, des britischen Geheimdienstes. Normalerweise ist die SOI vor allem mit Spionage und Sabotage der Kriegsbemühungen der Wehrmacht beschäftigt. Allerdings erkannten schon früh die britischen Geheimdienste, dass das Dritte Reich seine Anstrengungen im Bereich der Beschaffung von alten Artefakten und dem Okkultismus verstärkte. Und bald waren überall auf der gesamten Welt Agenten unterwegs, um okkulte Schriften oder seltsame archäologische Funde zusammenzutragen. Diese Gegenstände tauchen dann meist dann wieder auf, wenn alliierte Einheiten oder wichtige Personen auf mysteriöse Weise verschwinden oder ums Leben kommen. Und um dieser Art der Kriegsführung entgegenzuwirken, wurde die Sektion M gegründet, die euch jeweils aus unterschiedlichen Gründen zu sich geholt hat. Ihr seid Teil der Sektion M, weil ihr etwas Besonderes seid, ein Stück weit zumindest. Ihr ahnt, dass hinter dem Stern in der Dunkelheit eine grauenvolle Macht lauert, die stets versucht, Einfluss auf die Menschen zu nehmen. Dort, wo andere Menschen die Augen verschließen, stellt ihr euch dem Grauen, denn ihr seid die Helden, und bietet ihm die Stirn. Denn ihr seid euch sicher, wenn ihr das nicht tut, wird irgendwann die gesamte Welt verschlungen werden. Und damit steigen wir ein in unser Abenteuer. Ihr sitzt alle gemeinsam in einem Besprechungsraum der Sektion M, im Hauptquartier der Sektion M. Dieses Hauptquartier befindet sich im Clemens Park. Das ist eine kleine Grafschaft südlich von London in der Nähe von Kent. Und es ist ein schönes Landgut. Der Chef der Sektion M ist ein alter australischer Offizier, der euch sozusagen zusammengesammelt hat. Und das ist sein Herrenhaus, wo sich diese Sektion M eingenistet hat. Und ihr sitzt in einem Besprechungsraum. Ihr kennt den Besprechungsraum. Ihr kennt zwar euch selbst jetzt gegenseitig wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht habt ihr mal voneinander gehört. Vielleicht hast du, Chester, mal gehört. Ah, der Bruckmüller, das ist so ein österreichischer Agent, der in Österreich irgendwie tätig ist. Aber ihr kennt euch vielleicht persönlich noch nicht. Aber ihr saßt alle schon mal in diesem Besprechungsraum, denn hier wird euer Briefing stattfinden. Und hier wird normalerweise das Schicksal der Welt entschieden, wenn man so möchte. Und ihr sitzt dort ein bisschen nervös, alle an so einzelnen, wie in der Schule, an so einzelnen kleinen Tischen. Manche von euch rauchen vielleicht, manche tippen nervös auf den Tischen herum. Aus dem Nachbarraum hört ihr das Klackern von Schreibmaschinen, von Dutzenden von Schreibmaschinen, denn da sitzen die restlichen Agenten, die geheime Nachrichten der Wehrmacht entschlüsseln oder andere Übertragungen gerade annehmen. Und dort habt ihr euch jetzt erstmal zusammengefunden und wurdet hinzugerufen. Nach einigen Momenten betreten zwei Personen den Raum und ihr merkt sofort, okay, jetzt geht's los. Das ist zum einen eine junge Frau mit zusammengebundenen Haaren, sieht relativ kühl aus, hat so einen Bleistiftrock und eine weiße Bluse, sehr professionell. Das ist Margaret Walsh, sie ist die Leiterin der Organisation Sektion M auf der strategischen Ebene sozusagen. Sie kümmert sich um alles, was so mit Logistik zu tun hat. Die ist euch auf jeden Fall bekannt. Die hat wahrscheinlich euch auch eure gesamten Dokumente zusammengestellt. Die kümmert sich einfach so um das Tagesgeschäft und ist sozusagen die heimliche Chefin eigentlich der Sektion M. Und die zweite Person ist Sir Alex Ward Grey. Das ist der eigentliche Leiter der Sektion M, der aber ein bisschen, der kümmert sich jetzt nicht um das Tagesgeschäft, der kümmert sich jetzt nicht darum, dass ihr irgendwie versorgt seid, sondern der ist so ein bisschen exzentrisch, der ist ein bisschen klein, ein bisschen rundlicher, ein bisschen alt, hat so einen schönen australischen Akzent drauf und der stellt sich natürlich gerne in den Vordergrund, aber eigentlich wisst ihr, Miss Walsh ist eigentlich diejenige, die wirklich die Fäden in der Hand hält.
Ja, die beiden gehen so durch die Reihen durch, gucken euch an und Sir Ward Grey stellt sich vorne an einer großen Leinwand auf. In der Mitte ist schon sein kleiner Dia-Projektor aufgebaut. Meine Damen, meine Herren, schön, dass Sie hier heute zusammengekommen sind. Wir haben einen Auftrag allergrößter Wichtigkeit für Sie. Und ich hoffe, dass Sie dieser Aufgabe gewachsen sind. Fühlen Sie sich bereit? Ja, Sir. Absolut. Ja. Sir, sicher. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich zur Sache. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben den Kontakt zu einem unserer Agenten verloren in Paris. Eine gewisse Louise Duchamp. Alle Informationen, die Sie übrigens gleich brauchen, werden Sie finden Sie auf Ihren Mappen, die vor Ihnen ausliegen. Vor euch liegen so braune Folder, wo drauf steht Top Secret. Das heißt, wenn Sie sich da durchgucken wollen, können Sie das gerne machen. Louise Duchamp ist eigentlich eine Agentin der Resistance in Frankreich, in Paris. Hat einige Aufgaben für uns übernommen und ist leider, verschwunden. Und wir vermuten, das Ganze hat mit einem gewissen Wehrmachtsoberst zu tun, namens Richard Büchel. Der Name könnte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, Herr Bruckmüller, aber dazu kommen wir gleich. Herr Büchel ist ein Wehrmachtsoberst in der Logistik, kümmert sich viel um den Nachschub in Paris und beschäftigt sich mit allerhand obskuren Themen. Wir haben ihn schon länger im Visier. Er sammelt viele verschiedene Gegenstände, obskure Artefakte, Bücher allerhöchster Wertschätzung. Und interessiert sich so ein bisschen für Themen wie Zauberei, Traumreisen, also so irgendein Okkultist. Und die letzte Nachricht, die wir von Luis bekommen haben, die auf ihn angesetzt war, hieß, er holt einen kleinen Brief raus, Büchel plant Empfang für einen Ehrengast am 15. April in seiner Stadtvilla. Alle Mitglieder des Hofes des Königs sollen anwesend sein. Plan etwas Großes. Werde versuchen, mich hineinzuschmuggeln. Habe Einladungen für mögliche Verstärkung organisiert. Schon einmal etwas von einer schwarzen Sonne gehört? Mehr haben wir leider nicht mehr bekommen von Luis. Aber, Herr Bruckmüller, deswegen sind Sie auch heute hier, wir haben gehört, dass Ihnen eine Einladung zu diesem Treffen zugekommen ist. Sie haben einen Brief bekommen. Mögen Sie ihn einmal vorlesen für uns? Sicher. Also ich hole aus meinem Jackett. So, passen Sie auf. Was ist das jetzt? Bitte so. So, ja, also, sehr geehrter Herr Bruckmüller, ein gemeinsamer Freund von uns hat mir Ihre Adresse gegeben und hat nur in den höchsten Tönen von Ihnen gesprochen. Auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, das ist richtig, so möchte ich Sie dennoch zu einer ganz besonderen Veranstaltung einladen. Einige befreundete Künstler und ich veranstalten am 15. April eine kleine Soiree mit Musik, Malerei und natürlich gutem Essen. Außerdem haben wir ein besonderes Experiment geplant. Wozu ich Sie herzlich einladen möchte. Folgen Sie bitte der Anweisung am 15. April um 20.30 Uhr an folgende Adresse ein. Das ist die Villa Lautrec. Ne, kennt es selber nicht. Jetzt sieht 10. Avenue Élysée Reclus in Paris. So, bitte senden Sie mir eine kurze Notiz, ob Sie allein oder in Begleitung anreisen. Wir können zwar nicht genug Gäste hier in der Villa unterbringen, aber ich habe bereits ein Zimmer in einem nahegelegenen Hotel für Sie reservieren lassen. Lassen Sie uns eine gemeinsame Geschichte schreiben. Hochachtungsvoll Oberstrichter Richard Büchel. Also mehr habe ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, um welches Experiment es sich da handeln soll. Also da bin ich nicht im Bilde. Wie gesagt, ich erkenne den Herrn Oberst Büchel nur peripher am Rande. Persönlich bin ich ihm noch nicht begegnet. Das ist auch gar nicht so schlimm, aber wir haben dadurch natürlich eine fantastische Möglichkeit, um jemanden dort einzuschleusen und nach Luis zu suchen. Außerdem, und da kommen Sie ins Spiel, Miss Alvarez, wir haben schon ein bisschen mit Oberst Büchel einen Kontakt aufgebaut per Brief. In Ihrem Namen. Er scheint sich ein bisschen für Kunst, für Malerei, für Schriften und so weiter zu interessieren. Also ein sehr blasierter Mann, würde ich sagen. Und auch Sie sind eingeladen. Sehr gut. Das bedeutet, wir haben eine gute Möglichkeit, Sie alle vier dort einzuschleusen an diesem Abend, um nach Luis zu suchen. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich Sie dorthin schicke. Wie schon gesagt, Büchel sammelt Gegenstände, obskure Schriften, obskure Artefakte. Und er ist im Besitz eines Dolches. Eines alten Dolches, Inka, Aztekenzeit, sowas in der Art, den wir für extrem wichtig halten. Das heißt, wenn Sie schon dort sind an dieser Abendveranstaltung, dann würde ich Sie bitten, möglichst diesen Dolch auch sicherzustellen. Inwiefern ist dieser Dolch wichtig? Können Sie uns darüber genauer sagen? Ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Oberst Büchel hat sehr, sehr viel Ressourcen dafür aufgewandt, diesen Dolch zu sicherzustellen und zu sich zu bringen. Er hat ihn sogar aus den
aus dem Besitz eines unserer befreundeten Agenten entwendet. Und wir würden ganz gerne dafür sorgen, dass dieser Dolch nicht in falsche Hände fällt. Viel wichtiger ist auch, wie sieht er aus? Ja, es ist ein langgezogener Dolch aus Vulkanglas, schwarz, Obsidian. Sie werden ihn erkennen, wenn Sie ihn sehen werden. Deswegen haben wir auch Sie mit dazu geholt, Miss Alvarez. Sie kennen sich ja ein bisschen aus. Natürlich. Mit diesen Gegenständen. Und, Aber entschuldige, wenn ich mich mal entschuldigen dürfte. Sie glauben doch jetzt nicht, dass dieser Dolch jetzt irgendwelche magischen Kräfte besitzt oder wie irgendwelche Beschwörungen machen. Bitte, wir sind ja alle Anhänger der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was das jetzt dieser Aufstand soll mit diesem Dolch. Herr Brückmüller, es geht nicht darum, irgendetwas zu glauben oder nicht. Es geht darum, dass dieser Dolch sehr wertvoll für unsere Organisation ist. Und wir müssten ihn deswegen wieder in unsere... Bitte, aber Sie haben schon eine Agentin verloren in dem Einsatz und jetzt sollen wir hier irgendeinem Dolch hinterher... deswegen schicke ich ja jetzt nicht einfach jemanden aus der Straße, sondern ich schicke 4 meiner besten Agenten. Ja. Aber Moment. Also wenn ich das richtig verstehe, geht es um irgendwelche Dolche und Artefakte, das ist irgendwie so ein fantastischer Kunstveranstaltungsschmäh, was auch immer, bei allem Respekt. Ich bin da jetzt als Aufpasser, als Anstandswauwau für die Damen und Herren dabei. Mr. Harrison, wir brauchen jemanden, der mit der Waffe umgehen kann. Ja. Und wenn nicht Sie, wer dann? Aber Sie haben mir was anderes versprochen. Ich weiß, was ich Ihnen versprochen habe. Und ich versichere Ihnen, dass das, worüber wir gesprochen haben, dass Sie dort Antworten finden werden. Gut. So, dann akzeptiere genug der Rede. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie noch irgendwelche zusätzlichen Gegenstände oder Ausrüstungsgegenstände brauchen, möchten Sie sich bitte an Miss Walsh wenden. Die hat auch für den Transport gesorgt. Sie werden in Paris einen unserer Kontaktleute der Resistance treffen und der wird Sie zu der Villa fahren. Sie werden natürlich ausgestattet mit entsprechenden Papieren. Das bedeutet, Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie irgendwie in einer Kontrolle auffliegen. Dennoch möchte ich Sie natürlich darauf hinweisen, dass Sie nicht direkt anfangen zu schießen, Sergeant. Denn Paris ist besetzt. Paris ist besetzt und ich sage Ihnen nur eins: Wenn Sie dort anfangen, großartig Stunk zu machen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die halbe Wehrmacht hinter Ihnen her ist. Ja, aber Entschuldigung, jetzt muss ich mich nochmal erkundigen. Also, wir sollen jetzt da einfach mit 2 Engländern einem Oberst der Wehrmacht gegenübertreten? Was sollen wir dem denn erzählen, bitte? Nehmen Sie einfach an der Veranstaltung teil. Ich meine, Sie können ja alle Französisch, Sie können alle Deutsch. Sie sind also perfekt ausgestattet für diese Gelegenheit. Und Sie sind eh eingeladen. Und der Brief, Herr Buckmüller, klang nicht so sehr, als wir gäbe es eine Option abzusagen. Ja, das nicht, aber jetzt komme ich da an mit meiner Cousine und meinem Cousin oder was? Aus der entfernten Familie. Ja, das ist der berühmte österreichische Humor, ne? Da können wir uns ja direkt mal draußen unterhalten. Aber ich kann die Bedenken verstehen. Gesellschaftlich werden wir wahrscheinlich weniger auffallen, weil wir schon einen hohen Stand haben. Aber was unseren Partner angeht, mit dem militärischen Hintergrund, weiß ich ja nicht, ob die nicht sofort auffallen würden. Ja, Harrison sagt meine Damen und Herren, überlegen Sie sich was. Sie sind nicht umsonst Agenten der Sektion M. Sie sind kluge Köpfe. Wir können nicht alles für Sie aufbereiten. Ne? Das ist der Humor. In Ihren Dossiers finden Sie übrigens auch noch Steckbriefe der jeweiligen Personen, die wir vor Ort vermuten werden. In der Brief war ja eine Rede von bestimmten Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben ein bisschen recherchiert und einige Gestalten sind regelmäßig bei Oberste Büchel vor Ort und gehen dort ein und aus. Und die haben wir einmal für Sie zusammengesammelt und alle wichtigen Informationen zusammengetragen. Kocht mit unbekannten Substanzen. Das ist... Ah, der Herr Boucher? Ja. Ja, ein Avantgardist, muss man sagen. Jemand, der sehr bekannt ist in Paris und auch berüchtigt für seine Küche. Aber es ist bisher niemand gestorben aufgrund seiner unbekannten Substanzen. Nein, es ist ein sehr erfolgreicher Koch tatsächlich. Aber Sie werden ihn noch kennenlernen, machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Irgendwas unklar? Ich denke, wir sprechen die Cover-Story untereinander ab. Also ich meine, ich werde da schlecht als Pilotin auftreten können. Ja, das will ich aber auch hoffen, bitte. Ja, Sie können sich gerne abstimmen untereinander, was Ihnen da sinnvoll erachtet, was Sie hier für sinnvoll erachten. Das ist Ihnen überlassen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir tun uns zusammen. Das ist ja vielleicht das Naheliegendste, auch wenn man das in Österreich möglicherweise anders handhabt. Bin ich einfach Ihr... Butler. Na gut, bin ich halt der Butler. Okay, Hauptsache, wir kommen ja bald mal los. Gut, ich bin... Auch für Sie, Miss Peterson, übrigens, ich glaube, dass diese Mission wichtig für Sie sein könnte und für das, was... weshalb Sie hier sind. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Das wäre ja ein interessanter Zufall, aber... Es gibt keine Zufälle.
Ich glaube nicht an Zufälle und genau deswegen habe ich sie vier ausgewählt. Denn sie sind die perfekte Besetzung für diese Mission. Sie alle wissen, was auf dem Spiel steht. Sie alle wissen, wie man sich verhält. Sie alle kennen Deutsch, sie alle kennen Französisch. Ich wüsste niemand Besseren als sie. Der lacht so ein bisschen verschmitzt. Ja. In Ordnung. Gut. Haben Sie schon Ihre natürlich, Story ausgemacht? Sergeant und Lieutenant, Sie müssten natürlich sich noch umziehen. Ja. Ja. Selbstverständlich. Abendgarderobe sollte angebracht sein. Die eines Butlers, selbstverständlich. Natürlich. Gut. Man muss sich auch vielleicht bin ich auch der Fahrer. Wenn das in Ordnung wäre. Was macht der Fahrer mitten in der Party? Ja, gut. Fahrer, Butler, was auch immer. Beschützer. Beschützer, meinetwegen Beschützer. Gut. Arm Candy? Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mich dumm stellen. Ausreichend. Nochmal bitte? So, das Fräulein, das man am Ellenbogen mitführt. Also eine romantische Gespielin, ein kleines Abenteuer, sowas in der Richtung. Als Tarnung. Nur als Tarnung. Ja, natürlich, sicher. So. Ja. Jetzt, aber ganz noch, bevor wir zu den romantischen Kleinigkeiten kommen, wie war Ihr Name nochmal gleich? Evelyn Peterson. Evelyn Peterson, na gut. Schon Tee, kann ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Ein was anbieten? Eine Zigarette? Oh nein, bloß nicht. Ah, die. Ja, sehr gerne. Ja, gut, gegen eine Gratis-Zigarette habe ich nie was einzugehen. Ja, Sie verstehen sich ja schon prächtig, vortrefflich. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ich habe noch wichtige andere Dinge zu tun. Wenn Sie noch Fragen haben oder Details besprechen möchten, Miss Walsh steht für Sie bereit. Fantastisch. Aber wir müssen natürlich an Ihrer englischen Nationalität ein bisschen arbeiten. Das fällt natürlich auf, das ist klar. Das ist mir bewusst. Yvette? Yvette, ja. Französisch dann? Hm? Sprechen Sie Französisch? Ja. Naja. Enchanté. Oh la la. Fantastisch. Dann müssen wir natürlich noch die Details ausarbeiten, natürlich sowas, ne? Wo haben wir uns kennengelernt, erster Kuss, sowas. Ne? Aber da können wir uns ein bisschen was ausdenken, oder? Oder improvisieren. Oder wir kriegen das hin, da bin ich mir sicher. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, also, wie sehen Sie das jetzt mit diesem Dolch? Ich bin da jetzt ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, was das soll, dass wir jetzt irgendwie so einen Dolch hinterherrennen sollen. Also was ist das? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Sie beide sind doch die Experten für Gegenstände. Es ist jeder verrückt nach sogenannten Zaubergegenständen, die irgendeinen okkultistischen Hintergrund haben. Ich weiß nicht, wo der Wahn plötzlich herstammt. Mir ist es grundsätzlich egal. Hauptsache, wir kriegen das, was uns allen versprochen wurde, unsere Vergütung. Und da stelle ich auch keine weiteren Fragen. Glauben, was Sie wollen. Ich habe auch schon meinen Teil an für merkwürdigen okkultistischen Beschwörungen oder so teilgenommen. Aber ansonsten ist es für mich eine große Zeitverschwendung. Ich weiß nicht, was die Leute da immer mit zu tun haben. Aber gut, von mir aus, wenn es dann durch sein soll, dann... Die Miss Walsh setzt ihre Nickelbringer zurecht. Ich möchte Ihre Diskussion natürlich nicht unterbrechen, aber es wird jetzt wirklich Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. In ein paar Tagen müssen Sie schon drüben sein. Ich muss noch eine Besorgung machen. Sie sind sich im Klaren, wer Sie sein möchten, gegenseitig? Ja. Yvette. Ich werde mich darum kümmern, dass Sie entsprechend Dokumente bekommen. Höre ich Ihnen ohnehin drauf. Auch Einreiseerlaubnisse und so weiter. Sie werden mit einem Boot über den Kanal gebracht, dafür werde ich sorgen, und werden in Paris einen Agenten unsere Kontaktagenten in der Resistance sprechen, der sie rüberbringen wird in die Villa von Oberstbüchel. Und der hat auch noch ein paar, der kannte Luis persönlich, also wenn Sie noch Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an ihn. Gut. Und Abendgarderobe, ich habe keine Abendgarderobe. Natürlich, dafür werden wir Sorge tragen, dass Sie ordentlich aussehen. Hervorragend. Guck dich nochmal mit scharfen Blick an. Gut. Ihr werdet ausgerüstet, ihr bekommt ordentliche Abendklamotten, wenn ihr möchtet. Ihr könnt euch natürlich auch selbst einkleiden, wenn ihr das möchtet. Und ein paar Tage später werdet ihr in einer Nacht- und Nebelaktion über den Kanal gebracht, in einem kleinen Fischerboot. Werdet auf der anderen Seite, für euch beide ist es natürlich alles sehr, sehr aufregend. Für dich wahrscheinlich eher nicht, du bist es gewohnt. Für Evelyn ist aber überspannt. Bis zu uns normalerweise oben. Normalerweise bin ich da oben. Richtig. Und ihr werdet an Bord gebracht und ein paar Tage später findet ihr euch wieder in Paris. In der Stadt der Lichter, wie ihr sie eigentlich kennt. Und ihr sitzt in einer Limousine. Vorne sitzt ein Mann mit dem Namen Pierre, der euch abgeholt hat, der quasi euer Ansprechpartner der Resistance in Frankreich ist. Der sitzt am Steuer und ihr habt euch hinten so ein bisschen zu dritt auf die Rückbank gequetscht, weil es ist halt nur ein Auto. Es ist eine Limousine, die schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ist jetzt vielleicht nicht die standesgemäße Anreisemöglichkeit von einem hochtrabenden Herrn, wie ihr es seid. Aber ihr kommt durch. Und ihr blickt euch so ein bisschen in Paris um. Auf den ersten Blick habt ihr das Gefühl, ach, ist eigentlich ganz nett ihr. Ihr guckt euch so um, wenn ihr durch die Innenstadt fahrt. Die Cafés sind voll mit Personen. Überall sitzen Leute, lachen, trinken, weinen und essen. Es wird Musik gespielt. Und als ihr genauer hinguckt, merkt ihr, das sind alles Soldaten. Das sind alles Soldaten der Wehrmacht.
die anscheinend dort ihre Freizeit genießen, ihren Fronturlaub genießen und sich hier und da auch sehr unflätig gegenüber dem französischen Personal verhalten. Ihr seht sehr, sehr wenig Leute, die ihr jetzt spontan als Franzosen wahrnehmen werdet, sondern das meiste sind wirklich Soldaten. Ihr seht auch hier und da so ein paar Leute von der Militärpolizei, die gerade besoffene Soldaten aus der Gosse herauskarren und irgendwie wegschaffen. Und fahrt mit diesem Auto durch das nächtliche Paris. Es ist abends. Ihr sollt ja um 20.30 Uhr da sein. Es ist jetzt ein bisschen früher, also ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber ihr habt das schon so abgetimt, dass ihr ungefähr passend dort ankommt, bei der Villa von Oberst Büchel. Und ja, vorne sitzt Pierre, der so ein bisschen am Steuer sitzt und nochmal mit dem ihr nochmal reden könnt, wenn ihr wollt. Guckt sich so ein bisschen um. Mon Dieu. Es ist nicht mehr mein Paris. Sie hätten hierher kommen sollen, als die Deutschen noch nicht hier waren. Was für eine wundervolle Stadt. Was für eine wundervolle Stadt. Aber jetzt gucken Sie sich um. Ja. Überall Deutsche. Waren Sie schon mal in Paris? Ja, sicher, natürlich. Also im eigentlichen Paris. Ich muss dem Pierre absolut zustimmen. Also das ist nicht mehr vergleichbar. Ja. Aber die Stadt ist doch immer noch schön. Auf den ersten Blick ist sie schön, weil eine natürliche Schönheit verliert natürlich nicht ihre Schönheit. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, was los ist. Gucken Sie mal da drüben. Und er zeigt so ein bisschen, während ihr gerade an der Kreuzung steht, in eine kleine Gasse. Und ihr seht dort einen kleinen Stand, wo gerade mehrere, ja, nicht ganz gut gekleidete, sieht aus wie Franzosen, an einem Stand stehen, wo Essen ausgegeben wird. Und da seht ihr schon, die sehen ein bisschen runtergekommen aus, sehen dreckig aus. Und daneben steht eine Wache mit einer Maschinenpistole von der Wehrmacht und guckt auch ganz genau, dass niemand zu viel bekommt. Das heißt, da wird schon ganz genau auf die Rationen geguckt und Pierre schüttelt dann nur den Kopf. Das ist wirklich erbärmlich. Erbärmlich ist das. Ja, wissen Sie, die Schönheit einer Stadt definiert sich ja vornehmlich durch die Leute, ne? Und das Paris, also von damals, diese Freiheit, diese freischaffende Kultur, Kunst, alles, was hier floriert und gelebt hat, das ist alles tot quasi, ne? Also das ist in ganz Europa irgendwie, das geht einher und das ist ganz schrecklich. Mir haben sie die Heimat genommen, ne? Österreich kann ich nicht mehr meine Heimat nennen, weil das, was ich mit Österreich verbinde, ist einfach weg seit Jahren, ne? Also es ist schrecklich. Ja. Aber warum so fatalistisch? Ich meine, das kann alles wiederkommen. Naja, bitte, der Krieg hat gerade erst los. Also ich sehe nicht, was hier noch sich verändern soll. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wir gewinnen, soll sich verändern. Nee, klar. Gut, wir jagen jetzt ein Messer hinterher. Ich weiß nicht, ob wir damit eine große Veränderung bewerkstelligen können. Sie sollten auf jeden Fall aufpassen, was Sie sagen. Die Ohren der Gestapo sind überall. Tja. Ja, Pierre, aber wie ist es denn? Ich meine, Sie leben jetzt hier, Sie wohnen jetzt hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz schön wehtut. Im Herzen der eigenen Nation hier plötzlich den Deutschen zu haben, der sich überall bereit macht und aufhört hier. Wie Karl Arsch. Entschuldigen Sie. Ja, Sie müssen mich nicht identifizieren. Es geht nicht Entschuldigung, um das, was im Pass steht. Es ist auch eine Gedankensache. Ist eine Gedanken. Sie haben vollkommen recht. Ich hatte meine Scherze. Kulturelle Angelegenheit. Alles klar. Aber die Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Wir fahren ja jetzt hier zu diesem Richard Büchel, der ja anscheinend in einer ordentlichen Villa residiert. Oui. Was erzählt man sich denn so über den? Er scheint ja ein recht hohes Tier zu sein. Er ist eigentlich kein hohes Tier. Und das macht mich so misstrauisch. Deswegen haben wir auch Luis dort eingeschleust. Wissen Sie, er ist einfach nur ein kleines Licht in dem großen Apparat, der die Wehrmacht darstellt. Er hat Logistik, er macht Nachschub, er schifft Kisten von A nach B. Das ist alles, was er tut, und trotzdem darf er sich in einer Villa niederlassen, in einer großen, prachtvollen Villa. Eine mit Historie. Und das wundert mich ein bisschen. Ich weiß nicht genau, warum er das einfach durfte. Was ist das für eine Historie von dieser Villa? Nee, es ist eine alte Villa, wirklich sehr, sehr alt, sehr, sehr schön. Ein Schmuckstück von Paris. Und jetzt wehen dort Hakenkreuz verlangen. Wem gehörte vorher die Villa? Einem reichen Franzosen. Tatsächlich einem Schauspieler. Oh. Muss man ihnen alles aus der Nase ziehen? Welchem Schauspieler? Hier, bitte. Irrelevant. Die Louise, wenn sie eine erfahrene Agentin war, was könnte sie denn so überrascht haben oder aus der Spur gebracht haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich hatten wir schon abgeschlossen. Wir hatten schon gemerkt, dass Büchel nicht sonderlich interessant ist, dass wir nicht viel von ihm herausbekommen können, dass wir nicht viel uns zusammensammeln können von ihm. Dass er nur irgendwelche Bücher und irgendwelche Dinge bei sich hortet, keine Ahnung. Und dann habe ich eigentlich gesagt, wir sollten das in Ruhe lassen, sollten uns auf andere Dinge konzentrieren. Aber Luis war wie besessen von ihm. Sie wollte unbedingt weitermachen und weitermachen, wollte immer wieder zu ihm gehen. Und dann hatte sie diese Idee, plötzlich sich dort irgendwie einzuschmuggeln bei ihm. Und seitdem haben wir nie etwas von ihr gehört. Ja, aber was hat sie denn dazu bewogen? Ich meine, wenn er offiziell Logistik macht, Waren ein und aus, was hat sie denn da vermutet? Das müssen Sie fragen. Ich bin mir nicht sicher. Sie hat mit mir nicht mehr gesprochen.
sollten wir sie finden? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir ihr Vertrauen gewinnen können? Also, ich meine, jeder kann behaupten, ich bin Agent. Haben wir irgendeine Losung oder sonst etwas, mit dem wir uns identifizieren können? Überleg kurz. Sie könnten, wenn Sie möchten, sagen, auf Französisch. Sie sprechen Französisch? Ja. Oui. Der Eiffelturm ist heute Nacht wieder schön beleuchtet. Das ist eine Losung, die wir mit Louise benutzt haben, früher. Heutzutage nicht mehr, aber früher haben wir die benutzt. Sie wird euch dann vielleicht erkennen. Ja, ihr fahrt dann eine bisschen weiter außerhalb von Paris, also ein paar Straßen weiter aus der Stadtmitte heraus. Und Pierre hält anschließend an einem Checkpoint. Ihr seht, dass da ein Schlagbaum runtergefallen ist, der die Straße blockiert. Dort stehen mehrere Wehrmachtssoldaten, 3-4 Stück, die Autos kontrollieren, beziehungsweise so viele Autos sind gar nicht unterwegs. Auf der linken Seite seht ihr aber auch ein paar Passanten, die einfach zu Fuß versuchen, da durchzukommen. Auch die werden kontrolliert. Und ein Soldat hält euch an. Halt! Stopp! Und Pierre hält an, guckt so ein bisschen nervös. Der Soldat kommt zur Fahrertür. Fahrzeugpapiere bitte. Und Ausweis. Pierre kramt so in seiner Tasche herum. Dann die Papiere, der guckt sich die an. Guckt dann so auf den Rücksitz zu euch und auf den Beifahrersitz. Was mit den Herrschaften? Keine Papiere dabei oder was? Natürlich, selbstverständlich. Ja, Schnuckelchen. Sammelt die alle ein. Die durch. Ja, währenddessen seht ihr, wie auch die einzelnen Passanten so kontrolliert werden an der Seite. Nicht von hier, was? Wir wurden auf Einladung hierher berufen. Zeigen Sie mal die Einladung. Wie sprechen Sie mit der gnädigen Signora Alvarez? Hey, ich hab hier das Sagen. Bin mir sicher, der Herr hat jeden Grund, uns ein bisschen näher zu befragen. Man weiß ja nicht, welche Leute sich hier so befinden. Guckt sich hier an, die Einladung. Büchel, hä? Das kann ja jeder behaupten. Wissen Sie, dass um 21 Uhr Ausgangssperre in Paris existiert? Wissen Sie, dass der Herr Büchel sicherlich sehr sauer sein wird, wenn er feststellt, dass Sie seine Gäste aufhalten? Willst du versuchen zu überreden? Mal schauen, vielleicht. Kann ich das? Kann ich ihn nicht überzeugen? Eher? Der Unterschied zwischen überzeugen und überreden ist, überzeugen ist so ein bisschen, du willst ihn langfristig auf deine Seite bringen und überreden ist, du willst, dass er kurzfristig etwas tut, wir euch durchlassen. Ja, überreden wäre gerade schlecht bei mir. Versuch's doch einfach mal. Oh Gott, okay. Was musst du erreichen? Was ist dein Wert? Ich habe 5. Okay, versuch's mal. Dafür bist du ganz schön offensiv unterwegs. Ich hab's vorher nicht gewusst. ja, das lief nicht so gut. Ich habe 49. Okay, willst du 50, 50 Dingespunkte einsetzen? Nein, okay. Nein. Ja, der scheint sich komplett, ist komplett unbeeindruckt von deiner Angelegenheit. Steigen Sie bitte aus. In Ordnung. Ja. Alle. Evelyn hängt sich aus. Bei Herrn Bruckmüller an. So, ich mache dir die Tür auf, so bitte, Emma. Genau. Oh. Dankeschön, dankeschön. Was ist das mit dem 21 Uhr und unserer Einladung? Also wird das heute Abend nichts mehr mit der Party? Doch, doch, das wird schon. Der nette Herr macht nur seine Arbeit. Das ist alles in Ordnung, kein Problem. Ah. So, er kriegt jetzt mal die Papiere durch. Guckt euch beide so ein bisschen an. Sie sehen mir aber nicht aus wie Franzosen. Welche Nationalität hast du angegeben? Und welche steht in deinen Papieren? Ich denke mal Brite. Okay, gut. Ist okay. Sie sehen aber nicht aus wie eine Französin. Das ist korrekt. Ich bin nämlich aus der Bretagne und wir betrachten uns nicht als Franzosen. Er scheint sehr überfragt zu sein mit dieser Aussage. Oh, wie auch immer. Haben Sie Waffen dabei? Selbstverständlich nicht. Natürlich nicht. Ich bin Antiquarin. Ja. Ist das denn angeraten? Ist das hier so gefährlich? Naja, hier sind schon ein paar seltsame Objekte unterwegs. Na bitte, Spatz, wir gehen auf eine Abendveranstaltung. Ja, wir ziehen jetzt nicht in den Krieg. Also keine Notwendigkeit für Waffen. Du hast auch keine dabei, oder? Nein, natürlich nicht. Gut. Also, ich lasse jetzt mal hier durch. Aber nur, weil sie zumindest aussehen, als wären sie vernünftige Partygäste. Aber Sie, und er zeigt auf Pierre, auf den Fahrer, Sie sind um Punkt 21 Uhr wieder an diesem Checkpoint hier. Ich behalte so lange Ihren Fahrzeugbrief behalte ich so lange ein. Oui, oui, natürlich, natürlich.
Gut, weiterfahren. Macht mal den Schlagbaum auf. Dankeschön, sehr verständnisvoll. Dankeschön. So, ich mache dir die Tür auf. Ich will, sitz dich hin. Mit so zitternden Knien. Setz mich auch rein. Ich setz mich auch wieder rein, bin ein bisschen grummelig. Ich auch. Ja, ihr seht noch, wie der Typ, der euch kontrolliert hat, mit einem anderen Wachsoldaten ein bisschen redet. Und dann setzt sich euer Auto wieder in Bewegung, fährt durch den Checkpoint durch. Und ihr fahrt noch ein paar Minuten durch die leeren Straßen. Es ist hier komplett leer, aber ihr seht schon, ihr seid in einer Villengegend. Um euch herum große, majestätische Villen, die am Straßenrand stehen. Manche davon hell erleuchtet, manche davon komplett dunkel. Generell merkt ihr, es ist relativ düster hier draußen, weil auch nicht alle Laternen an sind. Und hier ist auf jeden Fall nichts mehr von dem Leben von Paris zu spüren. Und an einer Kreuzung hält Pierre an und ihr seht gegenüber auf der anderen Seite der Kreuzung eine große, weiß geweißelte Villa mit einem schmiedeeisernen Zaun herum. Und Pierre zeigt einmal darauf und sagt, wir sind da. Viel Glück. Und an dieser Stelle gehen wir einmal ganz kurz in eine kleine Werbung und gleich werden wir erfahren, was in der Villa von Oberst Büchel zu finden ist. Bis gleich. Strange is the night where black stars rise, but stranger still is lost Carcosa. Herzlich willkommen zurück zu Pen and Paper, Tor nach Carcosa. Weiterhin gilt natürlich für euch, wenn ihr da draußen mitreden wollt, Hashtag PNP Carcosa. Wir freuen uns über eure Einsendungen. Und unsere vier Helden sind gebrieft worden, haben ihren Auftrag erhalten, in die Villa von Oberst Büchel einzudringen und einer Abendveranstaltung teilzunehmen, um sowohl einen Dolch sicherzustellen, als auch eine vermisste Agentin zu finden. Und ihr seid gerade angekommen, gegenüber der Villa von Oberst Büchel. Pierre hat gehalten, das Auto, und ihr blickt auf die Villa, die wirklich ein Bild von einem Haus ist. Es ist wirklich wunderschön. Wunderschön. Wahrscheinlich hast du bist es wahrscheinlich gewohnt, Florentin. Als Wiener kennst du natürlich solche schönen Gebäude, aber ihr drei anderen würdet sagen, das ist eins der schönsten Gebäude, die ihr jemals gesehen habt. Die ist hinter einem großen schmiedeeisernen Zaun. Da vorne gibt es ein Tor, was zu ist, wo zwei Wachen davor stehen. Das ist wahrscheinlich der einzige Eingang da rein. Und steht relativ alleine. Links und rechts ist so ein paar Meter Grünfläche und dann kommt erst die nächste. Der nächste Zaun für das nächste Haus. Und Pierre stellt den Wagen ab. Guckt euch noch einmal an. Wenn ihr Hilfe braucht, spannt im Esszimmer ein weißes Laken vor das Fenster. Dann werden wir kommen und euch rausholen. Oh, wo kriegen wir ein weißes Laken her? Es ist eine Villa, dort wird irgendwo ein weißes Laken zu finden sein. Wir sind in Frankreich, hier sollte es genug weiße Laken geben. Aber nutzt das mit Bedacht. Wenn wir erstmal ankommen, wenn die Kavallerie erstmal kommt, dann werdet ihr nicht mehr viele Möglichkeiten haben, Dinge zu untersuchen oder mit Leuten zu sprechen. Aber ansonsten ist geplant, dass wir die Nacht hier verbringen oder wann holen sie uns wieder ab? Wenn ihr das Signal gebt, holen wir euch ab. Alles klar, gut. Und das Signal ist? Das weiße Laken. Das weiße Laken. Ach so. Dass es sowohl schief gehen als auch wir haben Erfolg gehabt. Also im besten Fall könnt ihr natürlich einfach herausgehen und dann hole ich euch gegen Mitternacht wieder ab. Gegen Mitternacht. Aber ansonsten, wenn ihr dort dieses weiße Laken aufspannt, weiß ich, dass etwas schief gegangen ist. Das hat ja bisher alles super geklappt. Aha. Die Herrschaftenexperten. Ich wünsche euch viel Glück. Ich muss leider wieder zurück. Ebenso, Pierre. Bonne chance. Danke. Ja, bonne chance. Das Gute wird bald vorbei sein. Wissen Sie, Herr Harrison, gerade, ich weiß nicht, ob Sie schon viel mit Wehrmachtsobersten zu tun gehabt haben, ja. Weil wir sind es normalerweise gewöhnt, dass Leute machen, was sie wollen. Also vielleicht tun wir denen Gefallen, einfach um nicht ganz aufzufallen. Gut, Sie haben vollkommen recht. Sie verkennen mich vielleicht auch ein bisschen. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen kurz angebunden und ich bin auch ein bisschen unter Druck, ich glaube, wie wir alle hier. Darüber möchte ich auch gar nicht weitersprechen an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid, ich werde mich auf jeden Fall in den Dienst der Mission stellen, so wie natürlich ein vernünftiger Butler und Fahrer das auch macht. Und Personenschützer. Personenschützer. Machen Sie sich da mal die wenigsten Sorgen. Wenn Sie denn Ihre Rollen bitte schön auch gut spielen, denn offensichtlich... Selbstverständlich. ...ist das hier ein sehr kunstbeflissenes Parkett, auf das wir uns jetzt begeben. Und da habe ich nun wirklich keine große Expertise. Dafür sind Sie ja nun da. Wir werden uns darum kümmern. Überlassen Sie einfach alles uns. Sehr gerne. Na dann. Gut, dann lasst uns mal. Na dann. Ihr geht auf das Tor zu. Also ich biete dir meinen Arm an. Ja. Genau. Ich steige aus und stolpere erstmal mit meinen hohen Absätzen. Ah, der Spatzel.
Ich folge so leicht, leicht gesetzt. Folge ich dir. Die Wehrmachtssoldaten, die am Tor stehen, gucken schon so ein bisschen verwirrt. Also sie scheinen irgendwie ein bisschen skeptisch zu sein, ob das, was da gerade ankommt. Und ja, machen das Tor so ein bisschen auf. Einer der Wachen kommt heraus, trägt eine Maschinenpistole vor der Brust. Guten Abend, die Herrschaften. Abend. Was kann ich für Sie tun? Wir sind hier für Herrn Oberst Büchel für die Abendveranstaltung angemeldet. Wir sind eingeladen. Haben Sie eine Einladung? Na sicher, bitte. Danke, darf ich mal. Guckt sich die Einladung an. Ja, Herr Bruckmüller, ja? Richtig. Sie sind... Alvarez, Carmen Ah Alvarez. Ja, steht hier auf meiner Liste. Und die beiden? Das ist meine reizende Begleitung, die Yvette. Die steht jetzt aber hier nicht auf der Liste. Ich bin der Fahrer. Und Personenschützer. Ja. Beides. Offensichtlich muss man dieser Tage ja auch in Paris. Na, wie gesagt, in der Einladung stand von Begleitung. Ich dachte, es wäre genehm, Begleitung. Sie steht jetzt hier nicht auf der Liste, aber... Naja, kommen Sie erstmal rein. Kommen Sie erstmal rein. Macht das mit das Tor richtig auf. Das Tor ein bisschen weiter auf. Und ihr könnt den Vorplatz betreten. Ja, ihr seht eben die Villas umzäunt um diesen schmiedeeisernen Zaun. Es gibt ein großes Tor, das den einzigen Eingang bildet. Auf dem Zaun selbst sind große Spitzen drauf. Also das merkt schon, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, wo man rüberklettern sollte. Die Einfahrt ist mit Kies ausgelegt, bietet zudem Parkplätze für 3 Fahrzeuge. Aktuell stehen dort eine schwarze Limousine, die sehr, sehr gut in Schuss ist und sehr, sehr schick aussieht. Wahrscheinlich die von Oberst Büchel. Außerdem steht da ein Kübelwagen der Wehrmacht, so Standardausführung, wie es eben die Truppen haben. Und was euch allerdings ein bisschen auffällt, vor allem dir wahrscheinlich, Chester, ein Panzerspähwagen. Das ist im Endeffekt ein Auto mit einem kleinen Geschützturm oben drauf, wo gerade ein Mann drunter liegt mit so einem kleinen Wagen, mit so einem Rollbrett und gerade irgendwie darum rumfuhrwerkt. Also anscheinend scheint er nicht so richtig in gutem Zustand zu sein. Eine Wache steht ebenfalls dabei. Und vor der Tür patrouilliert eine weitere Wache. Und die gucken sich jetzt so ein bisschen euch an und mustern euch so ein bisschen und haben schon ein Auge auf euch, habt ihr das Gefühl. Aber der Typ, der euch reingelassen hat, der winkt schon so ein bisschen ab und die entspannen sich auch. Also sie sind jetzt nicht so auf, sehen euch jetzt nicht unbedingt als Feinde an, aber gucken schon mal, wer da jetzt kommt. Mhm. Ja, da würde ich mal so sagen, Fahrer unter Fahrern. Ich lasse mir von dem jetzt mal eine Zigarette geben oder frag mal, ob der vielleicht eine hat. Mhm. Der sieht ja so ein bisschen genervt aus und ich frage einfach mal, weil das ist ja ein bisschen merkwürdig, dass hier so ein Wagen steht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass in so einer unglaublich gut bewachten Festung, in so einer Stadt, in der eigentlich keine große Gefahr drohen sollte, was macht dieses Auto hier und was ist kaputt? Vielleicht kommen wir da ja in ein Gespräch. Also wenn ich den Mechaniker Zustimmung habe. Das ist verständlich. Mhm. Genau. Okay. Und Ivi hört zu, weil sie das mechanische Verständnis hat. Genau. Sie können mir dann ja vielleicht so ein paar Hints und Tipps geben. Aber das kriegen wir schon hin. Menschen überzeugen kann ich eigentlich ganz gut. Ja, dann sprechen wir mit ihm. Was willst du ihm denn sagen? Gut. Ja, moin. Schöner Abend heute, oder? Der rollt so ein bisschen unter seinem Panzerspähwagen hervor, guckt dich so an. Ja. Doch ganz schön was los hier. Mustert dich so ein bisschen, guckt dann zu euch rüber und merkt dann so, okay, die Gäste sind da. Ja, ist ein schöner Abend. Ja. Ein tolles Gefährt hier, aber die sind ganz schön anfällig. Naja, also, der steht jetzt halt hier, den haben wir halt hier geparkt. Ja, aber warum? Warum vor so einem edlen Anwesen steht? Ich bin auch Fahrer, deswegen die Fragen. Und so ein Ding wollte ich natürlich immer schon mal fahren. Ja, keine Ahnung, was der Oberst damit möchte, aber der wollte das unbedingt hier abstellen. Ich mache hier nur die Reparaturen. Was fehlt ihm denn? Ja, das ist irgendwie eine Achse kaputt. Eine Achse kaputt? Ja, keine Ahnung, das Ding kann ich mehr fahren, aber schießen kann es noch. Ja, und wie ist es hierher gekommen, wenn die Achse kaputt war? Wir haben es hingeschleppt. Hingeschleppt, um es hier zu reparieren? Wie gesagt, Ja gut, vielleicht macht man das hier so, ja? Bitte, der Oberst wollte es unbedingt haben, also entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt wirklich weiterarbeiten, ja? Okay. Hat er denn noch mehr so exotische Wagen? Wie gesagt, ich interessiere mich sehr für Sachen, die nicht jeden Tag auf der Straße. Nur die Limousine kommen. Hier. Okay. Ganz schön protzig, wenn Sie mich fragen, oder gut? Ja, es scheint ihm ja gut zu gehen. Ich meine, die Villa, die Limousine, all das zeigt ja, lohnt sich für ihn zu arbeiten, oder? Na ja, es ist... Zumindest nicht kein Krieg, ne? Zumindest nicht die Ostfront. Ja, aber wem sagen Sie das? Krieg habe ich auch erlebt. Aber sprechen wir über was Erfreulicheres. Über was? Ich glaube, Sie sollten lieber sich mal anmelden, weil ich muss jetzt hier auch wirklich weiterarbeiten. Gut. Viel Glück mit der Achse. Danke. Willst du mal auf mechanische Reparaturen würfeln? Die Achse des Bösen. Da habe ich einen Wert von 80 drin und ich habe eine 15 gewürfelt. Das heißt, ich bin unter der Hälfte. Und...
50, 30. Ich bin sogar unter einem Fünftel. Also ein sehr guter Erfolg, ne? Ja. Du guckst dir so ein bisschen diesen Panzerspähwagen an und merkst, ja, der ist wirklich, die Achse, das sieht irgendwie nicht gut aus. Aber der Rest sieht ziemlich intakt aus. Also du hast das Gefühl, da kann man vielleicht noch was mit machen, wenn man denn möchte. Mhm. Allerdings weißt du auch, dass man halt dafür entsprechende Schlüssel benötigt. Und du darfst mal bitte auf Verborgenes Erkennen würfeln, lieber Chester. Zu euch beiden komme ich gleich. Mhm. Verborgenes Erkennen. Mhm. Was hast du da? Erster Würfel. Chester freut sich sehr und gibt sich Mühe, den ersten Wurf richtig gut hinzukriegen. Das ist doch fantastisch. Sieht sehr gut aus. Eine Doppel-Null und eine 6. Also eine 6 hast du gewürfelt. So eine 6. Sehr, sehr gut. Was bei 70, die ich hätte... Das sollte ausreichen, ja. Ja, du guckst dich auch ein bisschen um, guckst dir auch die Wagen so ein bisschen an und siehst dann, hinten an der Rückbank des Kübelwagens ist so eingeklemmt so eine Panzerfaust. Eine Panzerfaust? Ja. Das ist so ein kleines Rohr im Endeffekt, wo vorne eben so ein Sprengkopf rausguckt. Das ist tatsächlich so ein bisschen Standardausführung. Die haben da manchmal so Sachen halt reingeklemmt. Das ist halt eine einfache Panzerabwehrwaffe. Warum die jetzt da drin liegt, ob die da jemand vergessen hat, weißt du jetzt nicht genau, aber die ist halt da. Kann man vielleicht mal gebrauchen, wenn man sie da rausholen kann. Würfel auf Stehlen. Panzerfaust ist ein so deutsches Wort. Ja, okay. Ja, ihr anderen beiden werdet direkt angesprochen. Ein Mann in so einem Frack kommt heraus, ja, nachdem er gesehen hat, dass ihr angekommen seid. Der spricht tatsächlich Deutsch, aber mit einem sehr stark französischen Akzent. Mhm. Scheint ein Bediensteter zu sein. Ah, Monsieur Bruckmüller und Mademoiselle Alvarez, herzlich willkommen. Ja, hallo. Also er scheint so ein bisschen nervös zu sein, weil das... Er verbeugt sich nur so ein bisschen. Weil anscheinend ist das vielleicht für Bedienstete nicht ganz so angebracht. Aber er guckt euch so ein bisschen an. Ja, herzlich willkommen à la Villa Lautrec. Der Oberst wird Sie gleich begrüßen. Wir werden um Punkt 21 Uhr zum Abendessen servieren. Ah. Das findet dann im Esszimmer statt. Und natürlich können Sie vorher noch einen Aperitif zu sich nehmen. Und ich glaube, die anderen Gäste sind auch bereits da. Eine Frage noch daher. Könnten Sie uns grob sagen, was uns heute Abend erwartet? So? Ach, ich möchte nicht die Überraschung von dem Oberst wegnehmen. Sie werden bestimmt schon früh genug erfahren, was heute Abend passiert. Dann dürfen wir mal gespannt sein. Richtig. Ich freue mich schon sehr darauf. So gespannt. Ich bin wahnsinnig gespannt. Und das sind Ihre Begleiter? Ja, richtig. Ich weiß gar nicht, was die da machen, ehrlich gesagt. Da muss man immer auf die Bediensteten. Ja, würden Sie bitte kurz die Herrschaften? Mr. Harrison. Ich habe mir nur den Wagen angeschaut. So ein schönes Stück. Ich bin nur der Fahrer. Ja, kommen Sie rein. Ich werde Ihnen gleich alles zeigen. Und vielleicht werden Sie auch schon die anderen Gäste kennenlernen. Ja, ihr geht an ein großes Foyer, was wirklich extrem schick ist. Teure Marmorfliesen überall. Ein pompöser Eindruck. Ein großer Kristallleuchter hängt von der Decke. Eine breite Treppe, an der zwei Soldaten postiert sind, führt nach oben in den ersten Stock. Das ist so eine kleine Galerie. Zwei kleine Türen führen in einen Gang. Die sind direkt geradeaus zu, gegenüber vom Eingang. Links und rechts gibt es zwei große Doppeltüren, die in weitere Räume führen. Und von der Balustrade hängen große Wehrmachtsflaggen nach unten. Das ist wirklich sehr pompös. Und aus dem rechten Raum kommt gerade eine Frau heraus. Geschwurft, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also die hat so einen leicht tänzerischen Move drauf, hat so ein Champagnerglas in der Hand. Blond, sieht relativ gut aus. Trägt ein Abendkleid, ein sehr, sehr auffälliges Abendkleid mit so einer Pelzstola um den Hals und kommt so in eure Richtung gewankt. Ihr wisst nicht genau, ob die jetzt betrunken ist oder ob die sich einfach nur so aufführt, aber die guckt so in eure Richtung. Ah, weitere Gäste! Vortrefflich! Schön, herzlich willkommen! Spricht Deutsch, knallhartes Deutsch. Du kannst wahrscheinlich relativ schnell feststellen, die muss eine Deutsche sein. Mhm. Auch schon die Dame. Ach, Sie sind der Herr Bruckmüller. Ja, natürlich. Davon Ihnen habe ich ja schon viel gehört. Victoria von Stockhausen, habe die Ehre. Es ist mir eine absolute Freude. Sie übertreffen Ihre Schönheit noch aus jeder Erzählung. Ach, Sie kennen mich? Hat der Oberst wieder Dinge verraten, die er nicht verraten soll? Ja, man muss sagen, der Oberst hat einen guten Geschmack in allen Lebenslagen, muss man sagen. Das sieht man ja hier, ne? Wobei er bei den Gästen auch immer eine gute Figur gemacht hat. Victoria von Stockhausen, hallo. Guten Tag, Chester Harrington, ich bin der Begleiter. Ah, sind Sie Amerikaner? Nein, Brite, um genau zu sein. Ja, die Sache. Ich bin der Fahrer von der... Ich sag ja mal so, ne? Hier in diesen Wänden spielt das, was draußen in der Welt passiert, keine Rolle. Also machen Sie sich keine Sorgen. Ja, ich sag ja immer, Autos ist der Fahrer bzw. die Nationalität egal. Weil Frau Alvarez ist Spanierin, wenn ich sie hier mal kurz vorstellen darf. Und haben Sie schon mal gute Fahrer in Spanien gefunden? Das ist schwer. Ich war tatsächlich noch nie in Spanien, aber ich habe Dinge darüber gehört. Ich guck dich so ein bisschen an.
Von Stockhausen, ja. Ist deutlich reservierter dir gegenüber. Mhm. Auch dich guckt sie so ein bisschen an, Evelyn. So. Ja, wenn ich vorstellen darf, Mademoiselle Bernadette. Ah, sehr freut. Sind die Begleitung? Ja, ich bin heute, also ich verstehe von all dem Ganzen hier nichts, aber man, wenn man hier ist, glaubt man wirklich, da draußen ist überhaupt kein Krieg. Ich meine, all diese Opulenz. Wir werden einen schönen Abend heute haben. Ja das werden wir alle haben. Da wird der Oberst schon für sorgen. Aber die anderen Gäste sind ja auch schon da. Der Oberst ist, glaube ich, nach oben. Möchten Sie mal was trinken vielleicht? Sehr gerne. Was haben Sie denn so? Ja, wir haben natürlich alles da, was Sie wollen. Und sie schiebt so ein bisschen diesen Butler, der euch reingeführt hat, so zur Seite und meint, sagt so, keine Sorge, François, ich übernehme das. Ich übernehme das, ja? Na, dann nehmen wir ein Champagner, oder? Darf ich sagen? Champagner. Champagner. Und Sie? Champagner. Gut, vier Champagner, François, bringen Sie doch bitte. Vier Champagner. Bitte, schnell. Da hinten ist übrigens die Garderobe, wenn Sie irgendwas loswerden möchten. Vielen Dank, ich bleibe in meiner Montur. Willst du den Mantel abnehmen? Ja. Danke. Ja, die Garderobe ist in einem kleinen Gang, der direkt gegenüber auf der anderen Seite der Eingangstür. Ich bringe eben die Mäntel weg. Ja. Und ich das selbstverständlich auch für Frau Alvarez. Entschuldigen Sie, dass ich so unaufmerksam war. Ich bin gleich in Ordnung. Da. Ich bin gewohnt, mich um mich selbst zu kümmern. Ja. Aber es ist ja aufmerksam von Ihnen. Ja, ihr bringt die Mäntel weg. Der Gang, wo auch eben diese Garderobe drin ist, ist ja, relativ eng. Da gibt es noch eine Tür, die in ein kleines Gastraum führt, wo ihr mit einem kleinen WC. Und ja, da hängen dann überall die Mäntel der Gäste. Es sind anscheinend schon vier andere Personen da. Da hängen zumindest verschiedene Mäntel in unterschiedlicher Preisklasse, würdet ihr sagen. Und ihr hängt eure Sachen wahrscheinlich einfach dazu. Außerdem gibt es in diesem Gang noch eine Tür, die so ein bisschen in einer kleinen Nische liegt, die geschlossen ist. Ihr wisst nicht genau, was sich dahinter befindet. Und eine weitere Tür, die laut eurem Plan in den Wintergarten führt. Vier weitere Mäntel, aber keine Wehrmachtsmäntel, ja. Uniform, sowas, sondern zivil. Richtig. Okay. Es ist jetzt gerade so kurz vor neun. Also ihr habt wahrscheinlich noch ein paar Minuten Zeit, um euch jetzt vielleicht umzugucken oder etwas zu tun. Um neun wurde gesagt, beginnt das Abendessen. Tschin, tschin. Ja, das sage ich an François dann auch ins Foyer mit dem Tablett und dem Champagner. Die Frau von Stockhausen kriegt natürlich auch noch einen. Mhm. Er hat dann zwei Gläser in der Hand. Ja, dann auf einen schönen Abend, Herr Bruckmüller. Ja, auch schon. Harrison. Salute. Wie sagt man? Sehr edler Prost. Ja. Prosit, richtig. Und sie trinkt ein bisschen. Es ist fantastischer Champagner. Ah. Was sagt man in Spanien, wenn man anstößt? Salut. Salut, na, interessant. Ne? Das klingt ja irgendwie ein bisschen ordinär, habe ich das Gefühl. Ne? Wenn Sie das so meinen. Frau von Stockhausen, Sie erwähnten, dass der Herr des Hauses einen hervorragenden Geschmack hat, was Gäste angeht. Üblicherweise, hat er denn öfter solche Soireen? Naja, ich sag mal so, ich persönlich komme ja aus Deutschland. Ich bin nicht ganz so oft in Paris, aber ich habe schon von einigen Gelegenheiten gehört, wo der Herr Oberst fantastische Partys geschmissen hat. Also das ist wirklich aber auch ein kleiner Schlawiner, da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Ja, aber ein oder zweimal war ich vielleicht hier. Aber es war immer denkwürdig. Schlawiner im Sinne von, dass er gerne Spielchen treibt mit seinen Gästen oder Schlawiner, dass er seine Hände nicht bei sich behalten kann? Nein. Er spielt ein bisschen gerne Spielchen und er überrascht gerne seine Gäste. Ja, wunderbar. Eine Überraschung. Ich habe heute zum Beispiel gehört, wir werden heute ein Klavierkonzert hören. Oh, wow. Das lohnt sich ja herzukommen. Ja. Ich merke, dass die Dame sehr viel von sich hält und mich natürlich nicht so leiden kann. Aber ich möchte damit spielen und so mich ein bisschen zurückstellen, das Dummerchen spielen. Und sage ihr, Sie scheint sich ja richtig gut in diesem Land auszukennen, in diesem Haus. Könnten Sie mich herumführen und mir alles zeigen und erklären? Sie scheinen ja ziemlich viel Ahnung zu haben. Also ich fühle mich schon ein bisschen geschmeichelt, aber naja, da wird nachher wahrscheinlich noch mal genug Zeit für sein Liebchen. Wir müssen, glaube ich, gleich erstmal zum Essen herumgehen, aber danach haben Sie noch Gelegenheit, sich herumzukommen. Ich kann Ihnen auf jeden Fall schon mal sagen, dort hinten, und sie zeigt so in Richtung der einen Tür, aus der sie herauskam, dort ist das Klavierzimmer, dort findet dann nachher das Klavierkonzert statt. Dahinter ist der Salon. Und wenn Sie hier durch den Gang, durch die Garderobe durchgehen, dann ist dort der Wintergarten und auf der linken Seite das Lesezimmer. Hier ist noch ein kleines Bad. Ja, links das Esszimmer. Mehr müssen Sie eigentlich ja auch gar nicht wissen. So. Ja, verstehe. Ja, ich stehe da dort eine kurze Sekunde und nach ein paar Minuten, indem ihr so ein bisschen Champagner getrunken habt und vielleicht noch ein bisschen Smalltalk gehalten habt, hört ihr schwere Schritte oben auf dem Gang, der im ersten Stock ist. Und ein Mann kommt heruntergetrabt. Die lange Treppe herunter, die mit rotem Teppich ausgelegt ist. In Wehrmachtsuniform, straighter Schnitt,
Sieht sehr ernst aus, sieht aber ein bisschen untersetzt aus, also leichten Bauch hat er. Seine Uniform sitzt auch nicht mehr ganz perfekt, also der hat wahrscheinlich schon ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Trägt eine Narbe am Auge und ist ganz klar als Oberst Büchel zu erkennen. Kommt herunter, mustert euch einmal. Ah, da sind ja auch die letzten Gäste angekommen. Wenn ich mich vorstellen darf, Oberst Richard Büchel, Sie sind bestimmt Herr Burgmüller. Völlig richtig. Oberst Büchel, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, dass Sie heute Abend hier sind. Ich habe nicht gedacht, dass Sie kommen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, aber nachdem ich gehört habe, dass Sie bereits in Ihr Hotelzimmer eingecheckt haben. Natürlich, wenn Sie einladen, dann stehe ich Gewehr bei Fuß, aber sofort. Und Sie sind wahrscheinlich mein Bruder Alvarez. Das bin ich. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Sie als Sammler bewundere ich natürlich umso mehr. Es ist mir eine große Ehre. Es ist mir eine große Ehre. Ich meine, wir haben jetzt schon so viele Briefe ausgetauscht. So viele Stunden der Korrespondenz. Und jetzt stehen Sie tatsächlich vor mir. Und ich muss sagen, Sie sind schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Ach, Herr Büchler. Wie ich sehe, haben Sie Begleiter mitgebracht? Ja. Ja. Chester Harrington, mein Name. Harrison, entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen beeindruckt hier. Normalerweise, ich begleite hier Frau Alvarez, bin ihr Fahrer und kümmere mich um all die großen und Kleinigkeiten, die halt natürlich so anfangelt bei einer Dame von ihrem Stand. Und ich bin hochgradig beeindruckt und dankbar, dass ich hier sein darf und all das erleben kann, was mir sonst so verborgen bleibt. Ein fantastisches Anwesen, was Sie hier haben. Vielen Dank, vielen Dank. Es hat auch einiges gekostet, kann ich Ihnen sagen, aber ich lasse mir ja einiges kosten für Sie heute Abend. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird ein ganz fantastischer Abend. Sie werden einen wunderschönen Abend verbringen. Wie war Ihr Name noch? Yvette Bernadotte. Yvette. Das ist ein wundervoller Name. Französin? Aus der Bretagne. Ah. Und er spricht ein paar Worte auf Französisch und du merkst sofort, die ergeben gar keinen Sinn. Und erwartet da irgendwie eine Rückmeldung von dir. Dann sagt sie auf Französisch, sehr interessant. Ich gebe dir. Naja. Wir könnten uns gerne länger darüber unterhalten. Ich freue mich auch sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Ja. Auch für Sie ist es mir eine Ehre. Ich habe natürlich jetzt nicht mit so viel Begleitung gerechnet, aber wir werden das schon hinbekommen. Wir haben, glaube ich, genug zu essen da. Ich lasse einfach nur ein paar mehr Sitzplätze bereitstellen. François, in die Küche sagen Sie bitte den anderen Personen Bescheid. Ich glaube, wir können auch gleich uns schon hinsetzen. Wenn Sie mir ins Esszimmer folgen wollen. Gerne. Ja, ihr geht in ein Esszimmer auf der linken Seite, welches ebenfalls wundervoll ist. Also das, was ihr draußen an der Villa gesehen habt, ist von drinnen noch mal viel opulenter und noch mal viel, viel schicker. Ein großer, kunstvoll gefertigter Holztisch dominiert den gesamten Raum, direkt in der Mitte. Der Tisch ist mit teurem Porzellan und Besteck eingedeckt. François rennt an einen Gang hinten entlang, brüllt noch irgendetwas auf Französisch. Ihr habt noch sowas wie zwei Gestecke mehr. Und dann kommen auch schon ein paar weitere Bedienstete und decken ein bisschen um, sodass da auch Platz für alle von euch ist. Der Tisch ist ansonsten für 6 Personen gedeckt, neben euch. Der Platz an der Stirnseite des Tisches, da steht kein Stuhl, aber der ist gedeckt. Das verwundert euch jetzt erstmal ein bisschen, an der Stirnseite. Und an den Wänden stehen große Geschirrschränke, die durch Glasfenster teure Porzellanstücke präsentieren, also wirklich sehr schick. Die Wand ist mit Holz vertäfelt und ein paar exotisch wirkende Pflanzen stehen auf dem Boden. Eine weitere Tür führt in die Küche und in den Bereich der Angestellten und an dem Tisch selbst sitzen noch 2 weitere Personen. Und zwar einmal ein junger, sehr hager aussehender Mann. Sitzt sehr gerade, hat sehr feine Finger, die er auf den Tisch gelegt hat. Hat einen sehr korrekten Ausdruck, wirkt aber ein bisschen ernst, vielleicht ein bisschen melancholisch. Und tatsächlich handelt es sich dabei um Antonio Castellini, einen italienischen Pianisten, von dem er auch einen Steckbrief bekommen hat, der anscheinend zu den regelmäßigen Gästen von Oberst Büchel gehört. Und eine weitere Person, eine Frau. Und als ihr die seht, stutzt ihr erst ein bisschen. Sie trägt ebenfalls ein Abendkleid, allerdings nicht ganz so pompös wie das von Fräulein von Stockhausen. Sie hat rautbraune Haare, die so ein bisschen so gewellt sind. Sie hat wahrscheinlich versucht, sich eine schicke Frisur zu machen. Das ist ja jetzt nicht missglückt, aber Fräulein von Stockhausen hat sich da schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, merkt ihr. Und wenn ihr euch die so anguckt, es scheint Louise zu sein. Das scheint die Agentin zu sein, die ihr eigentlich suchen sollt. Und die sitzt dort am Tisch, hat sich anscheinend gerade mit Antonio so ein bisschen unterhalten über irgendetwas, über Pianomusik, und die sitzt dort am Tisch. Und guckt euch, nickt euch freundlich zu, als ihr hereinkommt. Ja, wenn ich vorstellen darf, Louise Duchamp, eine
Schauspielerin aus Paris. Oh. Und Chanté. Mein guter Freund Antonio Castellini. Ein fantastischer Pianist, aber das werden Sie später noch mitbekommen. Und der steht so ein bisschen auf. Eine Verbeugung, setzt sich wieder hin. Ja, und mein anderer Freund Remy, unser Koch, ist natürlich noch in der Küche beschäftigt, aber seine Kochkünste werden Sie gleich schmecken. Das sage ich Ihnen. Da wartet aber etwas auf Sie. Das haben Sie noch nie erlebt. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Danke. Wo sind unsere Plätze in Relation zu den anderen? Also ihr könnt euch noch frei entscheiden. Oberst Büchel sitzt quasi an einer Stirnseite. Die andere Stirnseite ist, wie gesagt, leer. Direkt daneben sitzt direkt Luis und Fräulein von Stockhausen. Dann sitzt auf der anderen Seite noch Antonio Castellini. Und dann sind die restlichen Stühle frei. Ihr könnt euch frei entscheiden, wo ihr euch sitzen möchtet. Na, dann gesellen wir uns doch einfach zu den Herren dazu, oder? Ja. Wenn ich Ihnen den Stuhl anbieten darf, vielen Signora. Vielen Dank, Herr Harrison. Sehr ja. Dann würde ich dich neben Luis positionieren. Wenn das geht, ja? Ja, ja, das geht. Hm? Schauspielerin also? Oui, ja. Auf Theater. Das muss in Paris ja unglaublich spannend sein. Sie scheint ein bisschen unsicher ob dieser Frage. Ja, absolut. Die Deutschen sind ja so ein schönes Publikum. Sind Sie auch durch die Stadt hergekommen? Ich habe so gestanden, ich bin neu in Paris, aber finden Sie nicht auch, dass der Eiffelturm diese Nacht wirklich wieder sehr schön beleuchtet ist? Würfel bitte auf Psychologie. Oh, dann habe ich keine guten Werte, das kann ich direkt schon mal sagen. Psychologie. 10, ganze 10, das ist der Startwert. Das ist eine 82. Ich möchte den gerne forcieren, den Wurf. Okay, dann versuch's. 58, immer noch schiefgegangen. Okay. Also. Forcieren bedeutet schlimme Konsequenzen. Also schlimm im Sinne von, so viel Schlimmes kann da jetzt auch nicht passieren. Du guckst sie ein bisschen an und du hast das Gefühl, sie kann dich überhaupt nicht leiden. Nachdem du es jetzt gesagt hast, sie verzieht so ein bisschen ihren Mundwinkel und du hast den Eindruck, okay, du hast gerade ihre Mutter beleidigt oder irgendwas. Das ist der Eindruck, den du jetzt von ihr hast. Ja, sehr schick. Und dann neigt sie sich ganz leicht rüber zu Herrn Bruckmüller. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich muss vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz meine Gefährten hier einweihen, in welcher Präsenz wir uns hier überhaupt gerade befinden. Ich glaube, das ist Ihnen allen gar nicht gerade bewusst. Ne? Wir sitzen hier gegenüber von Antonio Castellini, dem Nachwuchsgenius, möchte ich gerade sagen, am Klavier. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Ich habe schon oft über Sie geschrieben, habe Ihr Konzert in London und in Budapest gesehen. Es war phänomenal. Es war ein Erlebnis für mich, das mich nachträglich geprägt hat, möchte ich an der Stelle sagen. Es ist, wir wandeln hier im Schatten eines Giganten in dem jungen Alter. Das darf man, glaube ich, so sagen. Also was er mit Schubert, was er mit Schumann macht, aber natürlich auch seine Eigenkompositionen sind wirklich an Genie nicht zu überbieten. Ich hoffe, wir haben sie noch lange bei uns und sie werden nicht wie andere Genies früh sterben. Deswegen möchte ich, dass wir hier jede Sekunde auch genießen, die wir hier in ihrem Antlitz verbringen dürfen. Er wird hochrot und ihm scheint das richtig unangenehm zu sein. Bitte, das ist auch wirklich nicht der Rede wert. Also, ich bin einfach nur ein Pianist. Da habe ich dann richtig verstanden, dass das Klavierkonzert, das wir hören werden, auch dann von Ihnen gespielt sein wird? Ja. Na, also, meine Damen und Herren, bitte, da werden wir ein Jahrhundertkonzert erleben hier. Also, ist es jetzt, der Abend ist jetzt schon gelungen in meinen Augen. Aber was verschlägt Sie denn in das Haus von Herrn Büchel? Eine Einladung. Ich bin ein alter Freund. Ein alter Freund? Ja. Woher kennen Sie sich denn? Er ist tatsächlich an einem Konzert von mir, angesprochen und eingeladen. Und seitdem bin ich regelmäßig in Paris. Und es ist ja auch eine schöne Gelegenheit hier, nicht? Was wird denn heute Abend gespielt? Ich habe extra für diesen Anlass ein trauriges Stück geschrieben. Eine Uraufführung, ich glaube es. Ich möchte sie nicht vorher zu sehr aufwiegeln. Ich wäre es vielleicht für die Damen in Ordnung, wenn ich mir kurze Zigarette anmachen würde. Wenn ich mich da vielleicht dranhängen könnte. Na sicher, bitte. Und könnte ich vielleicht noch was zu trinken haben? Ja? Aber ich würde auch was Stärkeres nehmen, falls möglich und nicht allzu unhöflich. Bitte Ihr Feuer an. Dankeschön. Jetzt eine Verlängerung an der Zigarette. Dankeschön. Dich habe ich nie dran gewöhnt. Danke. Oberst Büchel platziert sich so an der Stirnseite. Ihr bekommt auch noch mal Getränke, auch was Härteres, wenn ihr möchtet. Ja, sehr gerne, bitte. Wenn es braun ist und brennt, dann... Das nicht der Erste, der nicht ohne weiteres. Euch wird auf jeden Fall jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Und nach ein paar Minuten kommt ein etwas dicklicher Mann durch die Küchentür mit Glatze, einem langen weißen Schnauzbart, der so ein bisschen gekringelt hat, einer Kochkleidung an, einer sehr schicken weißen Kochkleidung. Grinst euch förmlich an
Das Essen ist fertig. Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Remy Boucher. Ich bin der Koch heute Abend. Er gibt euch die Hand. Guten Tag. Das ist ja. Herr Oberst, wollen Sie uns die Ehre erweisen? Und der Koch Remy setzt sich hin. Der Oberst steht auf. Liebe Freunde, liebe Gäste, zu euch. Es ist mir eine große Ehre, euch alle hier heute Abend versammeln zu dürfen. An diesem denkwürdigen Tag. Heute schreiben wir Geschichte. Ich habe hier meine Vertrauten, meine engsten Vertrauten, die besten Künstler meiner Freundschaft eingeladen. Und noch zwei weitere Gäste. Bruckmüller, das Alvarez. Sie habe ich eingeladen, damit sie Zeuge werden dessen, was heute Abend hier passiert. Dass sie der Welt berichten können von diesem Abend. Sie, Herr Bruckmüller, sind ein begnadeter Journalist. Ja, bitte. Ich habe jeden Ihrer Artikel verschlungen und ich hoffe, dass das, was Sie heute Abend erleben werden, alles in den Schatten stellen wird, über das Sie bisher geschrieben haben. Das verspreche ich Ihnen. Und Sie, Alvarez, Sie haben mich mit Ihrer Poesie so beeindruckt. Ich hoffe, Sie werden auch ein kleines Gedicht über diesen Abend heute Abend schreiben können, auf das die Nachwelt all das mitbekommt, was hier heute Abend geschehen wird. Aber vorher habe ich natürlich für uns ein fantastisches Programm zusammengestellt. In einer Stunde nach dem Essen werden wir das Klavierkonzert hören von Antonio. Außerdem um 23 Uhr haben wir einen kleinen Mahlzirkel von meiner Liebsten Victoria. Sie ist auf, macht einen kleinen Keks. Und zu guter Letzt um Mitternacht möchte ich Sie alle einladen in den Garten zu einer nächtlichen Vorführung. Eine Vorführung. Können Sie uns schon mehr verraten? Ich möchte Ihnen natürlich nichts vorher verraten. Dann wäre die Überraschung dahin. Aber ich würde sagen, wir beginnen erst mal mit dem Essen. Klingelingeling, es klingelt. Und sofort kommt eine ganze Horde von Bediensteten herein, die einen kleinen Teller bringen. Vor jedem von euch wird einer dieser Teller abgestellt. Der ist verdeckt mit so einer Glocke, wie auch immer der Fachtermini dafür ist. Und wird dann die Glocke wird dann abgezogen und vor euch befindet sich ein Salat als Entree. Bitte, haben Sie einen guten Hunger, lassen Sie es sich schmecken. Guten Appetit und auf uns, auf den König. Auf uns, auf den Herrn Oberst. Auf den König. Einfach mitmachen. Ihr seid sehr verwirrt, es gibt keinen König. Auf die Dritte Republik und das Deutsche Reich? Harrison, von außen nach innen. Okay, ja, das ist ein Salat. Es ist tatsächlich sehr kompliziert. Ihr seht viele Gabeln und viele Löffel um euch herum, viele Gläser. Es wird immer nachgeschenkt. Also ihr habt das Gefühl, ihr werdet immer gut bedient auf jeden Fall. Was euch als erstes auffällt, ist, ihr esst wahrscheinlich alle, oder? Ich rauche zu Ende. Auf jeden Fall. Etwas misstrauisch, dieses Grünzeug. Sowas gibt's nicht in England. Dir ist das Konzept von Gemüse wahrscheinlich bekannt. Aber das gehört gekocht. Es ertrinkt nicht in Mayonnaise. So. ihr nehmt ein paar Bissen und das Erste, was euch auffällt, ist, es ist vollkommen versalzen. Also was auch immer in dieser Soße drin ist, in diesem Dressing, das ist völlig widerlich. Also wirklich richtig widerlich. Alle anderen Gäste, bis auf Louise, bei der könnt ihr das nicht so richtig einschätzen, aber alle anderen Gäste hauen rein wie die Schweine. Die schaufeln sich diesen Salat rein. Völlig unpassend zu dem Ambiente, in dem ihr euch gerade befindet. Auch der Oberst schaufelt sich das rein. Ihr seht außerdem wieder einen Salat an dem Platz, wo kein Stuhl ist, hingestellt wird. Der steht da einfach. Und die lassen es sich schmecken und sind die ganze Zeit einfach komplett perplex und sagen, dieses Dressing. Remy, du hast dich wieder selbst übertroffen. Und für euch, es schmeckt fürchterlich. Widerlich. Also, ich würde den Koch vielleicht mal einfach mal fragen wollen, weil ich bin es ja nicht gewohnt, so was Außergewöhnliches, Erlesenes zu essen, weil in diesen Kreisen verkehre ich halt seltener. Was ist denn dieser bestimmte Geschmack, dieses ganz Besondere, das ist mir völlig fremd. Ich werde Ihnen nicht meine Geheimnisse verraten, sonst machen Sie nachher noch ein Restaurant in Paris auf. Das könnte ich mir doch niemals leisten. Es ist eine totale Ehre für mich, dass hier. Aber was ist das? Ist das was? Das ist doch was. Das ist doch. Es schmeckt nicht pflanzlich.
Machen Sie sich darum mal keine Sorgen. Das ist mein Geheimnis. Ich bin nicht umsonst bekannt in Paris. Werden wir dieselbe Zutat in den anderen Speisen auch wiederfinden? Nein, nein. Ich habe natürlich eine Bandbreite an verschiedenen Zutaten. Ah, das finde ich verkocht. Welche Harmonie muss entstehen? Das ist sehr gut. Was sind denn da so die Sachen? Ich meine, Sie haben ja einen Namen. Sie sind ja ein ganz bekannter exotischer Koch, der hier für den unseren fantastischen Gastgeber kochen darf. Erleuchten Sie uns doch ein wenig. Ich würde mich sehr geschmeichelt fühlen, ein wenig mehr zu lernen über die französische Küche vor allem. Ich meine, ich bin Brite, da ist das Sandwich mit französisch Mayonnaise das höchste der Gefühle. Ich nenne es ein Salat in Gelb. Salat in Gelb? Ja. Mhm. Ihr seht auch, da ist halt Salat drin, Gurken, Tomaten, sieht aus wie normaler Salat, hat das Dressing, das hat so einen gelblichen Ton. Ein bisschen senfartig. Herr Büchel, ich sehe, dass hier noch ein Platz gedeckt ist ohne Stuhl. Hat das einen bestimmten Grund? Ah, meine Liebe, was hat das? Er ist immer bei uns. Der König. Der König. Oh. Aber es ist eher im übertragenen Sinne. Es ist eine Ehrerbietung. Ah, wie in Spanien, wenn man für Tote nochmal den Tisch deckt. Richtig, genauso. Verstehe. Genauso. Okay. Dingelingelingeling. Und ihr habt gar nicht richtig fertig gegessen. Schon kommen wieder diese ganzen Bediensteten und nehmen euch den Salat weg. Na, vielen Dank. Die anderen haben alle aufgegessen, haben alles reingeschaufelt. Bisschen viel, oder? Ein bisschen viel, aber es war sehr gut. Aber... Ich wollte jetzt auch noch nicht über Essen vor dem anders Hauptgang, aber es ist ja eine andere Länder. Es ist ein Erlebnis, ne? Mhm. Und einen Moment später kommt der Hauptgang. Wieder unter so einer Glocke. Wird vor euch abgestellt, die Glocke wird hochgenommen. Ihr seht ein Stück Fleisch auf eurem Teller. Gucken noch so ein paar Knochen raus. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Er trinkt in einer dunklen, dicken, roten Soße. Also... Ah, nicht ganz so appetitlich. Ein paar Kartoffeln, ein bisschen Gemüse dabei. Und die Gäste fangen wieder an, reinzuhauen. Schieben sich mit bloßen Händen dieses Stück Fleisch ins Maul, kann man einfach nur sagen. Es ist für euch echt ein bisschen widerlich, wie die essen. Und überschlagen sich wieder von Lob. Mmh, Remy, oh, das ist das Beste, was du jemals gekocht hast. Und wirklich alle, und Louise sitzt auch da und schneidet so ein bisschen und isst und ist ein bisschen reservierter, aber macht mit zumindest. Hey Remy, jetzt muss ich mal nachfragen, was ist das denn für ein Tier? Es ist eine ganz... ein ganz exotisches Tier, mein Herr. Das haben Sie noch nie gegessen. Probieren Sie doch erst einmal. Ist ein Krokodil oder was? Etwas in der Richtung, etwas in der Richtung. Ich weiß gerne vorher, was ich esse. Ja, wenn Sie das Fleisch nicht mögen, probieren Sie wenigstens die Soße, ja? Ich bin leider Vegetarier, also ich auch, an dieser Stelle raus. Fall. Ja, wir beide haben ja in Spanien... Sich in Vegetarier. Der Oberst guckt von seinem Teller auf, mustert euch so ein bisschen mit einem kalten Blick. Gut, dann... Aber Sie, Herr Buchmüller, natürlich werden noch probieren, natürlich. Ne? Ich meine, Sie sind natürlich alle Vegetarier, das wäre natürlich ein Schwachsinn, deswegen... Das ist vielleicht etwas avantgardistisch, ja? Das ist vielleicht etwas, was Neues, was avantgardistisch ist, was man probieren. Man muss natürlich auch vorausgehen und dann... Also bitte, probieren Außerdem Sie. Sind die anderen ja schon Vegetarier. Ja, lasst es euch schmecken. Wir möchten euch diese einmalige Gelegenheit nicht nehmen. Sie können eine Portion gerne haben. Wollen Sie noch ein bisschen was von dem Salat haben? Ja, aber vielleicht ein wenig ohne Dressing möglicherweise... Er guckt zu Remy so. Nein, ich nehme ihn, wie er kommt, aber ich würde mich sehr freuen, noch einen kleinen Nachschlag zu bekommen. Ihr kriegt noch einen Salat. Toll. Also wunderbar, lecker. Ich würde versuchen, ein winzig kleines Stück von dem Fleisch und dann... Sieht das Fleisch denn eher so aus wie ein vollständiges Tier oder ist das aus dem Leib geschnitten? Es ist aus dem Leib geschnitten. Okay. Es sieht nicht so aus, als wäre es lange gebraten oder angerichtet worden. Und du musst dir wirklich... Es steigt dir sofort ins Gesicht hinein. Die Tränen steigen dir in die Augen. Und du musst wirklich dich zusammenreißen, nicht zu spucken. Würfel bitte auf Stabilität. Geistige Stabilität. Ist der oben irgendwo. Ah ja. Ich habe eine 82 gewürfelt und ich habe 60. Das ist nicht gut. Dann verlierst du 1W4 geistige Stabilität. 1W4. Das sind 2. Also du merkst schon, oh, also auch diese Soße ist komplett versalzen, die ist so völlig dicklich, schmeckt ein bisschen wie Blut, es ist widerwärtig. Könnten wir darauf würfeln? Ganz kurz, wo ist geistige Stabilität? Können wir darauf würfeln, um zu erkennen, was das Stabilität ist? Stabilität ist das, oder? Ja. Kannst du gleich machen, ja. Okay. Da sinkt jetzt einfach der Wert. Richtig. Schmeckt? Ist eine Herr Bruckmüller. Die Tränen, ist das so gut? Es ist... Das ist das Beste, was ich je gegessen habe.
Wenn wir doch nur könnten, aber ja, was will man denn machen? Auch Louise ist so ein bisschen, kämpft ein bisschen damit, das merkt ihr schon, die ist ein bisschen angewidert. Isst du auch? Irgendwie? Ja, das sehr lange Zögern, nachdem ich beobachtet habe, wie er auch Stabilität hat. Ich habe Stabilität auch 60 und eine 86 gewürfelt. Auch du, 1W4 bitte. Verlierst du. 1. Ich würde mal die Louise ansprechen. Ja, Mademoiselle, was glauben Sie denn, was wir hier Köstliches genießen dürfen? Ich bin mir nicht sicher, aber der Koch hat bestimmt das beste Fleisch herausgesucht. Wenn du herausfinden möchtest, was das für Fleisch ist, kannst du mal auf Naturkunde würfeln. Das gibt's? Ja, das gibt es. Ich muss es suchen, aber ich habe es sicherlich nicht. Ansonsten würde ich auch sagen, verborgenes Erkennen wäre auch okay. Sehr gut, dann mache ich das. Ja, dann machen wir das. Okay, ich habe eine 56 und ich habe 75 bei verborgenes Erkennen. Also hast du geschafft, okay. Ja. Also, das Fleisch hast du noch nie im Leben gesehen. Mhm. Noch nie, keine Ahnung, was das sein soll. Es sieht wirklich aus wie irgendwas, keine Ahnung, Krokodil oder irgend so ein Mist. So irgendwas, was man nicht alltäglich irgendwie bekommt. Und diese Soße. Also du bist aus England einiges gewohnt an Soßen. Oh ja. Pfefferminz, alles Mögliche. Aber das scheint wirklich wie eine flüssige Blutwurst oder so zu sein. Es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Ist das ein deutsches Rezept? Nein, das ist eine Eigenkreation von mir. Okay, der Raum ist immer noch voll mit den Bediensteten? Ja, nee, die gehen natürlich raus dann, wenn sie aufgedeckt haben, und lassen euch natürlich in Ruhe essen. Okay. Aber kommen dann immer wieder rein zum Abdenken. Und so. Okay, und die kommen immer aus der Küche gelaufen? Die kommen immer aus der Küche gelaufen. Okay, gut. Was für ein außergewöhnliches Vergnügen. Ja, ich... Und wir sind noch gar nicht am Ende. Oh, das ist ja ein Abend voller Highlights. Ding, 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 ding. Noch eure Sachen werden wieder abgetragen, ihr habt wahrscheinlich nicht so viel gegessen. Auch euer Salat wird wieder weggenommen. Ich würde gerne noch was Stärkeres gleich zwischendurch. Das ist die lange Reise. Ihr kriegt nochmal einen Runterspüler serviert, ist gar kein Problem. Und der dritte Gang kommt, anscheinend ein Nachtisch. Wie viele Gänge gibt es denn? 3. Ah. Oh, ich bin schon. Also ich bin jetzt auch, also das war jetzt so fühlend gerade. Ja, mein Magen von der Überfahrt ergiebig. Auch. Sie müssen auch zumindest probieren. Ich bestehe darauf. Ich möchte nicht, dass hier ein Unglück passiert heute Abend. Es ist ja, und auch wieder kleine Teller. Es geht hoch und es sieht aus wie Creme Brûlée. Auf den ersten Blick habt ihr gedacht, okay, Gott sei Dank. Es sieht einigermaßen normal aus. Also ein kleines weißes Schälchen, wo irgendwie so ein bisschen gekrusteter Zucker oben drauf ist auf so einem kleinen Pudding. Und ja, es sieht auch so aus. Und du isst? Mhm. Entweder besteht das aus 90% Zucker oder jemand hat da richtig Mist gebaut beim Kochen. Wollt ihr anderen auch essen? Zucker mag ich. Wir essen nur süß in Spanien. Ich lieb's. Also auch für dich, alter Schwede. Das ist sehr, sehr zuckrig. Na, also dann möchte ich ja Ihren Genuss keinen Abbruch tun, dann kann ich natürlich auch meinen. Nein, ich bin eine Dame, ich muss natürlich auch auf meine Figur achten. Aber nicht Sie, also bitte. Ich muss mich an dieser Stelle vielleicht auch mal kurz entschuldigen, also weil tatsächlich, ich bin es nicht gewohnt, so außergewöhnliche Nahrung zu mir zu nehmen. Ich spüre das gerade mit Ihrer Erlaubnis, wenn ich vielleicht einmal kurz die Tafel verlassen und die Toilette aufsuchen dürfte. Bücher, guck dich so an. Probieren Sie doch erstmal. Mein Magen, es geht gar nicht darum. Ich bin überzeugt davon, es ist köstlich. Es schmeckt ja allen am Tisch offensichtlich ganz ausgezeichnet. Aber ich esse ja leichte Kost und Einfaches. Der Herr Harrison hat leider eine Zuckerallergie. Jetzt ist es raus. Es tut mir leid, dass ich sagen muss. Wir wollen doch unseren Gastgeber nicht beleidigen. Und den Koch vor allem. Und ich spüre und ich glaube, ich möchte Sie alle davon verschonen, von dem, was möglicherweise diese Diabetes zurückhalten kann. Genau. Oh nein, der Arme. Ja, ich müsste vielleicht einmal kurz. Brite und dann noch diabeteskrank. Ja, genau. Das schränkt es sehr ein, was man essen kann. Das ist sehr einschränkend, ja. Würfel bitte darüber reden. Ich muss erst gucken, was ich würfel. Okay. Das ist schon wieder eine 6. Ja, es ist eine 6. Würfelst du das sehr gut? Wir haben vorhin schon gesagt, du hast die ganzen schlechten schon ausgewürfelt. Okay, Moment, halt, stopp. Jetzt kann ich direkt mal kurz Regelkunde. Ja. Ich habe ja, also es ist eine 6 und überreden habe ich 5. Ja. Dann würde ich, das ergibt doch jetzt einen gewissen Sinn, hier Glückspunkte zu investieren, richtig? Korrekt. Muss ich gleich oder weniger haben? Du musst gleich haben. Gleich. Du kannst einen Glückspunkt einsetzen und hast es geschafft. Dann mache ich das und habe dann entsprechend noch 84. Ja, der Oberst guckt dich so ein bisschen an, mustert dich so ein bisschen von oben nach unten. Ja, die Briten mit ihren schwachen Mägen, ne? Ja.
Kein Wunder. Schuldig im Sinne der Anklage. Gehen Sie versauern. Gehen Sie ruhig. Gehen Sie ruhig. Aber die anderen wollen doch nichts in den Abfall kommen lassen. Ah, ich habe hier zwei Portionen. Wie ist das denn passiert? Lasst euch ruhig Zeit, rufe ich hinzu. Stehe auf und würde mich dann Richtung Gang begeben. Vielleicht in den Raum, da kommen wir gleich zu. Mhm. Ja, ihr anderen merkt auch wieder, die anderen hauen sich da diese Creme Brûlée rein. Also es ist absolut fern jedweder Etikette. Und Louise sitzt da wieder so. Das schmeckt wirklich außerordentlich bemerkenswert, Herr Oberst. Wirklich ein außerordentlich bemerkenswertes Essen. Und der Koch Remy sitzt da freudestrahlend und freut sich darüber, dass es euch allen so gut schmeckt. Und ihr seht auch immer wieder, ne, also jedes dieser Gänge wird auch an diesen letzten Platz gestellt. Und wird dann wieder in die Küche zurückgeräumt. Mhm. Was dann damit passiert, wisst ihr nicht genau. Ich versuche möglichst alle so in einem Klumpen so schnell als möglich runterzuschlingen. Was ist denn da? Ich würde sagen, ihr habt erstmal ein gutes Essen genossen. Mhm. Und Herr Harrison bewegt sich einmal nach draußen ins Foyer, wo du schon siehst, dass dort ein Wachsoldat steht, im Rang eines Feldwebels, der dich mustert mürrisch. Und was mit diesem Feldwebel passiert ist, erfahren wir gleich nach einer ganz kurzen Werbung. Weiterhin natürlich Hashtag PNP Carcosa. Wir freuen uns über eure Beteiligung und wir hören uns gleich wieder mit dem nächsten Teil. Bis gleich. Strange is the night where black stars rise, but stranger still is lost Carcosa. Da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen zurück bei Pen and Paper Tor nach Carcosa. Wir sind immer noch im besetzten Frankreich. Unsere vier Helden sind auf Geheimmission in einer Villa des Oberst Richard Büchel, eines Versorgungsoffiziers der Wehrmacht. Ihr habt gerade ein ganz fantastisches Abendessen genossen, was für euch sich ein bisschen seltsam angefühlt hat, denn alle Gänge waren ziemlich überwürzt, würdet ihr wahrscheinlich sagen. Mhm. Und allen anderen scheint das irgendwie nicht sonderlich aufgestoßen zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Sergeant Harrison wiederum hat sich eine kleine Entschuldigung einfallen lassen, um den Raum zu verlassen. Und wir haben gerade schon gesagt, du bist tatsächlich nicht ins Foyer gegangen, sondern du bist in den Gang gegangen, hattest du gesagt. Ja. Das habe ich falsch verstanden. Und an dieser Stelle machen wir jetzt weiter, einmal mit dir, ja. Chester. Ja, ich halte mir so den Bauch, um jedem direkt zu signalisieren, dass es mir gerade ganz unwohl ist. Das hat natürlich nichts damit zu tun, was wir gerade gegessen haben. Aber was sehe ich in dem Gang denn? Ja, der Gang ist der Gang sozusagen, wo auch die Garderobe hängt. Das heißt, du siehst da die Garderobe, wo eben die Mäntel hängen, die du auch da hingehängt hast. Also es ist jetzt nichts Neues dazugekommen, was irgendwie verwirrend ist. Links geht noch eine Tür ab in Richtung der Küche. Da hörst du betriebiges Scheppern von Geschirr. Und du hast das Gefühl gehabt, dass dich jemand beobachtet hat. Also im Foyer scheinen auf jeden Fall Soldaten zu sein, die vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber hier im Gang ist erstmal keiner. Okay, im Gang ist erstmal niemand. Und das ist noch eine Tür, die halt geschlossen ist. Und eine Tür, die weiter in den Wintergarten führt. Eine Tür ist geschlossen. Ja, dann würde ich sagen, weil mich lässt es nicht los, das, was wir gegessen haben. Ich gehe jetzt einfach mal mir den Bauch halten, mit der anderen Hand öffnen, mit einer Selbstverständlichkeit zur Tür öffne dieselbige und platze rein, weil ich davon ausgehe, dass hier natürlich die Toilette ist. Die geschlossene Tür? Die Tür zur Küche. Achso, die Tür zur Küche, okay. Du stürmst in die Küche herein und da siehst du wirklich eine ganze Herrschar an Personen, die anfangen, die halt in irgendwelchen Sachen herumfummeln, die gerade Sachen zusammenpacken, die anfangen, Töpfe zu säubern und so weiter, und die gerade zusammenpacken, kannst du sehen. Und die halten so ein bisschen inne und sehen, dass du reinkommst. Die Toilette ist die andere Tür. Okay, ich versuche so ein bisschen rumzugucken. Ich gebe mich verwirrt. Was kann ich entdecken? Sehe ich noch irgendwelche Spuren von dem Mahl? Also da sehen halt ein paar Töpfe. Die sehen halt aus, als wurde drin gekocht. Da sind aber keine Reste mehr da. Wirf mal bitte auf Verborgenes erkennen. Verborgenes. Einer der wichtigsten Skills in Kulturwissenschaften. Neben Bibliotheksnutzung. Das ist ja super. Verborgenes erkennen 51. Mhm. Ich habe 70. Okay. Ja, in der Küche, wie gesagt, sind überall Herdplatten. Da liegen noch ein paar Messer herum, die gesäubert sind. Manche sind nicht gesäubert. Pfannen, Töpfe. Also das Mahl, was da zubereitet wurde, war sehr aufwendig. Das kannst du auf jeden Fall sehen. Und du siehst hinten an einer Ecke einen Teller mit dem Hauptgang. Das ist anscheinend der Teller, der an dem leeren Sitzplatz stand.
Und der wird gerade von einem Bediensteten nach hinten durch eine weitere Tür gebracht. Ah, okay. Ja, ich frage erstmal, oh, Entschuldigung, ich habe mich wohl in der Tür geirrt, aber wenn ich schon mal hier bin, also, das ist ja eine Teamarbeit. Ihr Chef ist natürlich ein Genie, aber Ihnen auch Ehre, dass Ihnen Ehre gebührt. Das ganz toll hat das geschmeckt, was Sie hier gemacht haben. Aber was genau haben wir denn gerade eigentlich gegessen? Ich muss da jetzt einfach mal fragen. Ich frage irgendjemanden im Raum. Ja, also es gibt so eine Art Sous-Chef, also jemanden, der mit dem Chef zusammen kocht. Der kommt so zu dir, ein Franzose anscheinend, mustert dich einmal. Der Monsieur Boucher ist sehr eigen, wenn es um seine Rezepte geht. Sie würden mir also jetzt an dieser Stelle eher ungern verraten. Das wäre natürlich sehr traurig, wenn ich diese fantastische Stadt verlassen würde, zurück ins kalte England, ohne mich kulinarisch nicht weitergebildet zu haben. Wir müssen darüber reden. Gute alte 5. Gute alte. Das jetzt wissen. 17. Was hast du nochmal überreden? So gut, aber überreden? 5. Oh. Willst du 12 Glückspunkte einsetzen? Ja, das ist nicht so viel. Und du hast sehr viele Glückspunkte. Okay, ich setze 12 Glückspunkte ein und komme damit entsprechend von 84 auf 72. Er guckt dich so ein bisschen verschwörerisch an. Schiebt dich so ein bisschen zur Seite. Sagen wir es mal so. Der Monsieur Boucher kommt immer sehr gut an exotische Fleischsorten, die man vielleicht nicht auf einem Teller normalerweise vermuten würde. Und die Soße, es kommt, da lässt er uns meistens nicht mithelfen. Okay, aber Sie haben doch bestimmt eine Vermutung. Irgendetwas auf Blutbasis. Auf Blutbasis? Ja, okay, ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, aber für die Briten ist das ja alles. Ja. Und das Tier, welches wir gerade genießen durften? Er besorgt nur das Fleisch, wir verarbeiten es. Ja. Aber das, wenn das so exotisch ist, ich habe es gerade gesehen, es fehlt ja auch ein Gast an der Tafel. Irgendwie sowas wie Krokodil. Irgend sowas aus Afrika, damit ich nach Krokodil. Ich weiß es auch nicht genau. Ja, und ich habe nur gerade, ich habe es zufällig aufgefallen, da ist ja der komplette Teller gerade weggegangen. Wird er nicht mehr verspeist? Nein, den bewahren wir auf, im Kühlraum. Den bewahren Sie auf, im Kühlraum. Und der ist dann wahrscheinlich direkt neben der Küche. Nee, der ist im Keller. Im Keller? Ach so. Das ist natürlich gut zu wissen. Das muss ich mir notieren, damit ich es später meinen Kumpanjons erzählen kann. Im Keller ist der Kühlraum. Gut, würde ich an dieser Stelle sagen, es tut mir leid, dass ich Sie hier so gestört habe. Machen Sie bitte weiter so. Es ist ganz, ganz großartig, was ich hier genießen durfte. Ich halte ihm immer noch den Bauch, weil ich ja natürlich eigentlich ganz woanders hin wollte. Würde die Küche wieder verlassen und befinde mich dann wieder im Gang mit der Garderobe. Und die Toilette ist ja auch direkt daneben. Also wenn du möchtest, kannst du auch in die Toilette reingehen. Ja, das ist die Frage, ob ich noch die Zeit nutze oder langsam vermisst. Das musst du sagen. Wir gehen einmal ganz kurz rüber ins Esszimmer zu den anderen dreien. Ja. Ihr sitzt noch am Tisch. Die anderen wischen sich gerade mit Servietten das wirklich vollgekleckerte Mundwerk ab. Wirklich ganz vortrefflich. Und Victoria steht auch auf und geht zu Remy und gibt ihm so einen Kuss auf die Wange, so total theatralisch, und sagt nur, das war das beste Essen, was ich in meinem Leben je gekostet habe. Opas Bücher, dass Sie mich hier eingeladen haben, bedeutet mir so viel. Und der Oberst, ganz gönnerhaft, öffnet seine Arme. Es freut mich, dass Ihnen allen mein Essen geschmeckt hat, auch wenn dem Briten das anscheinend nicht sonderlich gut bekommen ist. Aber ja, wie schon gesagt, die Briten haben ja auch einen ganz besonderen Magen, nicht? Ich kann Ihnen sagen, dass wir jetzt etwas zum freieren Teil des Abends rübergehen. Sie dürfen sich gerne hier unten frei bewegen. Ich habe noch etwas zu tun. Aber vergessen Sie nicht, um 22 Uhr treffen wir uns wieder im Klavierzimmer zum Konzert von Antonio. Kann es nicht erwarten. Ich möchte Sie aber bitten, natürlich, wenn Sie sich hier umschauen, dass Sie nicht in den Räumen der Bediensteten umherstreifen. Die sehen das nicht gerne. Und im Obergeschoss sind meine Privatgemächer. Ich würde Sie bitten, davon Abstand zu halten, denn hier unten wird auf jeden Fall um Sie gesorgt werden. Meine Bediensteten werden Sie mit Speis und Trank versorgen, wenn Sie möchten. Fühlen Sie sich wie zu Hause, schauen Sie sich gerne um, und wenn Sie Ihren Freund sehen, richten Sie ihm aus. Ich sorge mich ein bisschen um ihn, und wenn er etwas braucht, dann soll er einfach Bescheid sagen, ja? Verzeihung, Sie sind ja ein Kurateur und ein Connoisseur und haben eine irrsinnige Sammlung hier. Wo kann ich denn noch mehr Exponate? Also, Sie finden sicherlich im Salon einige meiner, ich würde mal sagen, Trophäen. Natürlich die wertvollsten Stücke.
kann ich Ihnen jetzt nicht einfach so präsentieren. Also Sie wissen ja, wie das ist. Ich bin da auch ein bisschen pedantisch, muss ich sagen. Keine fremden Finger an meinen Lieblingsbüchern. Aber ich habe ein ganz besonderes Schmankerl für Sie im Lesezimmer bereitgelegt. Vielleicht für Sie, Mademoiselle Alvarez. Ich wollte Sie eben fragen. Sehr interessantes Werk. Kann ich Ihnen nur sehr empfehlen. Gucken Sie mal rein. Haben Sie sonst irgendwelche Werke, die ich begutachten soll, wenn ich schon mal hier bin? Wie gesagt, im Lesezimmer finden Sie einige sehr interessante Werke, aber ich habe Ihnen da etwas rausgelegt. Das sollten Sie sich ansehen. Das werde ich machen. Gut, dann würde ich sagen, ist dieses Abendessen beendet. Haben Sie vielen Dank. Ich werde mich nur einmal kurz zurückziehen. Oder? Alvarez. Bernadotte. Und ja, Ihrem Kollegen sagen Sie auch Bescheid. Ja, nee, vielen Dank. Steht auf, rufe euch einmal zu und geht aus dem Raum heraus. Und die anderen stehen ebenfalls auf und klatschen noch einmal, während der Oberst herausläuft. Und Exquisit. Äußerst exquisit. Hilft so eine Zigarette gegen den Nachgeschmack? Ja, bitte. Platz. Es ist wirklich immer noch widerwärtig in meinem Mund. Immer noch widerwärtig. Ja, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, um euch frei im Meer zu bewegen. Ihr seht, dass Antonio und Victoria schickern so ein bisschen miteinander und dann hört ihr noch so, lass uns jetzt auch in den Salon gehen, da können wir noch etwas trinken, scheint in den Salon zu gehen. Luis schließt sich da ebenfalls an, die gehen also zu dritt so aus dem Raum heraus und Remy, seht ihr, geht zurück in die Küche und wird da wahrscheinlich beim Aufräumen oder so helfen. Herr Bruckmüller, Sie wollten... Ich würde Luis noch hinterherrufen. Ja. Mademoiselle, können Sie vielleicht noch einen Moment bei uns sein? Sicherlich. Und sie, ja... Geht so zu euch rüber, die anderen beiden gehen wir unterdessen weg. Mhm. Ja, will ich aufstehen. Und es wird abgeräumt. Ja. Na, das freut mich ja, Sie hier zu sehen. Wir haben Sie hier gar nicht erwartet. Mhm. Oh, ich bin, wie gesagt, nur ein Gast. Ja, Gäste sind wir alle natürlich, aber wie kennen Sie denn den Herrn Oberst? Sie guckt sich so ein bisschen verschwörerisch um und guckt so ein bisschen, dass jetzt gerade niemand von den Bediensteten in direkter Umgebung steht. Und sie von den Briten geschickt. Ich bin noch auf der Toilette. Der Eiffelturm ist sehr schön beleuchtet heute Nacht. Was wurden wir? Was macht ihr hier? Wir sind gekommen, um sie zu suchen und haben sie schneller gefunden als erwartet. Verdammt. Nein. Ihr dürft nicht hier sein. Geht einfach wieder. Na warum? Was ist jetzt los? Jetzt sind wir da. Was ist jetzt los? Ich bin mir nicht sicher, aber ich muss das alleine machen. Bitte. Warum das denn? Irgendetwas passiert hier heute Abend. Irgendein Experiment, irgendetwas, na, davon was wissen wir schon seit Wochen vorbereitet. Ja, davon wissen wir. Ja, aber ich weiß, es ist irgendetwas Schlimmes. Er hat irgendetwas vor, irgendetwas Furchtbares wird passieren. Und ich weiß nur, dass der Schlüssel in seinem Arbeitszimmer dazu liegt. Ah. Er macht irgendetwas in seinem Arbeitszimmer. Er hat irgendeine Art... Messer oder irgendetwas hergeschafft. Ein Dolch hat er hergeschafft. Mhm. Irgendwas hat es damit zu tun, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, Mademoiselle, Sie galten als verschollen. Können Sie vielleicht kurz sagen, was mit Ihnen passiert ist? Ich musste den Kontakt abbrechen. Es war zu gefährlich. Ich musste sicher gehen, dass Büchel keinen Verdacht schöpft, damit ich hier eingeladen werde. Können Sie uns sagen, wo wir das Arbeitszimmer finden? Das Arbeitszimmer ist im ersten Stock. Okay. Jetzt können Sie es uns so kurz einweihen. Also was hat das mit sich auf sich, mit dem König, mit dem Essen? Was ist das? Die Monarchie da einführen oder was? Nein, ich bin mir nicht sicher. Sie, diese Gruppe von Personen, sie nennen sich selbst der Hof des Königs. Ich hab wirklich keine Ahnung, was das bedeutet. Ich meine, es gibt hier keinen König. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber sie planen irgendetwas. Es ist eine Gruppe von Künstlern. Es hat irgendetwas mit den Sachen, die heute Abend hier passieren, zu tun. Irgendwas ist im Garten. Die schwarze Sonne, sagt Ihnen das was? Das sagt mir nichts, nein. Aber ich hab danach gefragt, ich habe davon gehört. Sie haben darüber gesprochen, aber weiß nicht, was es ist. Irgendwer anders, irgendwelche Personen? Bitte. Ich muss heute Abend, das ist meine einzige Chance, meine letzte Chance. Irgendetwas wird heute Abend passieren. Ich muss heute Abend hier herausfinden, was passieren wird und es verhindern. Und Sie stehen mir da im Weg. Was ist im Weg? Wir sind hier, um Sie helfen. Sie mustert euch irgendwie so ein bisschen. Gut. Also schön, wenn ihr uns helfen wollt, gut. Aber bitte, haltet euch bedeckt. Wir sollten hier keine Probleme verursachen, sonst geht alles den Bach herunter. Erst wenn wir wissen, was passiert und wie wir es aufhalten können, erst dann sollten wir zuschlagen. Also, Informationen. Wir brauchen Informationen. Wir müssen
in das Arbeitszimmer gelangen. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie müssen wir in das Arbeitszimmer gelangen. Ich glaube, ich bin mittlerweile einfach von der Toilette dazugestoßen. Dazu ja. Tolle Toilette. Ich habe nicht viel rausgefunden, ihr Lieben, aber hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Hier wird mit Blut gekocht und das Tier soll irgendwas ganz Exotisches sein, Krokodil oder sowas. Aber wenn das Krokodil war, also da möchte ich mal ein Krokodil sehen, was quasi so rund wie groß und Knochen, also das halte ich sehr in Zweifel. Aber man gibt sich da sehr bescheiden. Und was ich noch rausgefunden habe, es gibt wohl noch einen Keller und dahin wurde auch das überschüssige Mahl, ihr erinnert euch natürlich, ne? Das Essen, was nicht gegessen wurde für den Gast, der noch nicht am Tisch saß, wurde in den Keller gebracht, um dort gekühlt zu werden. Sehr verdächtig. Ich gehe natürlich davon aus, dass ihr euch so ein bisschen abseits stellt, damit ihr nicht belauscht werdet. Ja, das ist ja Luis hört sich das so an und scheint so, ich weiß auch nicht, was damit los ist, aber dieses Essen war doch furchtbar. Warum haben die das alle so genossen? Schrecklich, ich bin mir auch nicht sicher. Die sind vielleicht süchtig nach irgendwas? Ich meine, kennen Sie das nicht? War da vielleicht so etwas drin wie, ich weiß es nicht, irgendwelche Drogen? Das also meinen Sie? Ich merke nichts, außer die Zigaretten und das, was wir getrunken haben, um... Ich habe schon so einen seltsamen, pelzigen Geschmack auf dem Mund, aber... Haben Sie das denn schon mal hier zuvor gegessen? Nein, nein. Also wie gesagt, ich wurde bisher nur einmal eingeladen. Das ist meine zweite Einladung. Beim ersten Mal war es ganz harmlos. Es war eine Lesung von irgendetwas. Wirklich. Nichts Besonderes. Ja, was halten Sie denn von den anderen Gästen? Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter... Ich weiß nur, dass sie irgendwie damit drin hängen. Von Stockhausen und Büchel haben, ich glaube, etwas am Laufen, wenn sie mich fragen. Also aus der wird man wahrscheinlich nicht viel rauskriegen, die ist wahrscheinlich sehr loyal. Der Pianist Antonio, ich glaube, er könnte eine Schwachstelle sein. Er scheint mir sehr jung. Er ist auch schon länger dabei bei diesen Treffen. Ja, ein paar Mal war er dabei, aber er scheint mir von denjenigen hier derjenige zu sein, der... am weitesten außen in der Gruppe steht. Das ist ja Künstler, das ist von Weltrang, also mit dem wird man reden können. Ne? Der Koch... Sie sprechen ja eine Sprache. Ja, na sicher. Ja. Remy, der Koch, ist ein alter Wegbegleiter vom Oberst. Also ich glaube nicht, dass man viel aus dem herausbekommt, aber vielleicht aus Antonio. Der wirkt auch ein wenig so, als würde er sich hier nicht wohlfühlen. Ja. Oder? Ob der wirklich so freiwillig und aus freien Stücken hier seine Kunst preisgibt? Bei seiner Musik hört sich es eigentlich eher an, als würde er sich nirgendwo wohlfühlen. Also, wir müssen irgendwie in das Arbeitszimmer aber kommen. Soweit haben wir das verstanden. Ja. Genau, das ist im ersten Stock, aber da dürfen wir gar nicht hin. Ja, und wie wird das? Herr Büchel hat sich zurückgezogen, dann wird er wahrscheinlich genau dort sein. Ich nehme an, ja. Richtig. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie da rauskriegen. Ich denke mal, er wird sich spätestens zum Klavierkonzert wieder runterbewegen. Ich denke nicht, dass er den ganzen Abend dort verbringen wird, aber... Gut, wer von uns könnte sich denn dann während des Klavierkonzerts aus irgendeinem Grund verabschieden und versuchen, dort hochzuschleichen? Ich meine, den kaputten Magen haben wir jetzt schon ausgespielt. Ich würde auch sagen, zweites Mal kaufen die mir das nicht ab. Ihr müsst auch vorsichtig sein. Hier sind auch einige Wehrmachtssoldaten unterwegs, ja, gut, die ein waches Auge auf alle Leute haben. Wir übernachten nicht hier im Haus. Das war nie der Plan. Gut. Vielleicht könnte ich vor dem Konzert also was wie eine kleine Einleitungsrede oder sowas machen, den Künstler vorstellen. Vielleicht könnte das die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf sich ziehen. Währenddessen schaut sich einer von uns so ein bisschen um. Meinen Sie, das ist spannender als das Klavierkonzert selbst? Nein, das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das ist ein Künstler von Weltrang, aber vielleicht könnte man damit eine Möglichkeit schaffen. Ich weiß nicht. Ich überlege, ob wir, Frau Petersen, wir beide nach oben gehen, während Herr Bruckmeier Müller diese Rede hält. Denn Harrison war ja schon weg. Uns beide, vielleicht fällt es mir nicht so auf, mit mir könnte man noch eine Art Ausrede haben, dass ich nach oben eingeladen wurde. Anstatt dass wir allein. Das ist ein peinlicher Vorfall. Also ich meine, mein Ruf ist ja schon ansatzweise ruiniert. Ich möchte Ihnen jetzt im Zweifelsfall nicht das Klavierkonzert versauen, aber keine Ahnung, werfe was um, krieg einen Zusammenbruch unten. All eyes on me, wie wir Briten sagen. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall wieder verabschieden, weil wir werden bestimmt vermisst. Gut, ja, vielen Dank. Dann, ich denke, ich werde Stück für Stück vorgeben, immer betrunkener zu sein, wie halt eben so ein Armzieherstückchen, das es vielleicht tun würde. Und dann kann man vielleicht auch verzeihen, wenn man sich ein bisschen vertan hat. Das geht auch, ja. Aber nicht zu viel. Nicht selber wirklich trinken, sondern. Ja, so, ja, gut. Denn starker Brauner hat mir noch nie geschadet. So ein Magenbitter wäre ja schon wirklich gut. Naja, aber wäre es vielleicht auch nicht ganz gut, ein bisschen was zu essen zu bekommen? Ich meine. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und mich aufs Essen gefreut. Haben Sie vielleicht irgendwie ein Stück Brot oder sowas? Ich kann in der Küche nachfragen, wenn Sie möchten. Also wenn oder sprechen Sie einfach einen der Bediensteten an. Ah, na wunderbar. Hoffentlich ist das nicht so. Und ist es dann essbar?
Heute Abend ist nicht sicher. Was befindet sich denn noch oben? Wissen Sie denn vielleicht das noch ganz kurz? Nein, die Privatgemächer. Die Privatgemächer. Okay. Ansonsten stehen da diese exotischen Pflanzen im Foyer rum, da kann man... Essen, meinen Sie? Drin verschwinden lassen, ja. Ach so. Na, gute Idee. Also nein, nicht die Pflanzen essen. Gute Güte. So. Ihr dürft jetzt sozusagen euch für eine halbe Ingame-Stunde frei bewegen. Wo möchtet ihr denn gerne hin? Was würdet ihr gerne unternehmen? Gut, wir sind jetzt im Foyer. Ne? Ihr seid im Foyer, genau. Foyer. Habt dort kurz miteinander gesprochen, beziehungsweise wart wahrscheinlich noch im Esszimmer und könnt euch bewegen. Wie sieht das so aus? Also die Treppenaufgänge im Foyer, die ins erste... Die Treppenaufgänge im Foyer sind bewacht von zwei Wachen. Das ist ja eine große, große Treppe und vor der Treppe stehen zwei Wachen mit Maschinenpistolen. Aber nur da stehen Wachen. Ja, also ihr seht ein, zwei Wachen, die sonst sich noch so ein bisschen durch die Räume bewegen und so Patrouille laufen. Aber das sind die einzigen Wachen, die anscheinend wirklich eine feste Position hier haben. Ich gehe ins Lesezimmer, weil Herr Büchel gesagt hat, dass da irgendwas Spannendes auf mich wartet. Das möchte ich mir gerne anschauen. Möchte da jemand... Ich folge selbstverständlich, ich muss ja auch in meiner Rolle bleiben und folge Ihnen natürlich, Signora Alvarez. Und vor allen Dingen auch erstmal in den Wintergarten. Ja, da würdet ihr durchkommen, genau. Mhm. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ihr geht erstmal durch den Wintergarten hindurch. Der Wintergarten ist ein Bau aus Holz und Glas, der an den Salon angrenzt. Hier finden sich allerhand exotische Gewächse, könnt ihr sagen, aus vielen verschiedenen Ländern. Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit scheint ein bisschen höher zu sein als in den anderen Räumen. Als ihr hereintretet, werdet ihr direkt von einer Fülle an extrem starken Gerüchen bombardiert. Es riecht nach prall gefüllten Blumen, also wirklich sehr floral, als hätte hier jemand, als wärt ihr in einen Dschungel reingetreten, in dem alle Pflanzen gleichzeitig blühen. Die Pflanzen scheinen auch alle wirklich in voller Blüte zu stehen. Einige Insekten schwirren zwischen den Blumentöpfen hin und her. Es ist wirklich vollgestellt mit Pflanzen. Da trieft quasi der Nektar und die Pollen heraus. Es stehen auch noch ein paar geflochtene Korbmöbel in dem Raum. Eine Tür führt dann nach links ins Lesezimmer. Eine große Glastür führt nach draußen in den Garten. Draußen seht ihr, es ist komplett stockfinster. Mhm. Wirklich stockfinster. Und eine weitere Tür führt irgendwie in den Gang. Da seid ihr gerade durchgekommen. Aber sonst ist gerade niemand anwesend. Außer gute Güte. Wo haben Sie... Ich meine, Sie haben sogar Insekten importiert? Kennt sich da jemand aus mit dem Gewächs hier? Keine Ahnung. Nein, aber ich würde fast wetten, dass irgendwas hier davon gemolken oder gemahlen oder sonst was wurde, um es ins Essen zu schmeißen. Aber ist was Giftiges dabei oder sowas? Also kann jemand, wer möchte, kann eine Naturkundeprobe machen. Kann es versuchen. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Nein. Können wir alle? Die sind grün. Ich hab's nicht. Und ich hab keine davon jemals gesehen. Ah, Spaten, du kennst dich aus. Es sind Pflanzen. Es sind Blumen. Also ich bin mir ziemlich sicher, keine davon wächst in der Bretagne. Ja. Nee, also sie sehen auf jeden Fall fremdartig aus. Das kannst du auf jeden Fall sagen. Diese Pflanzen noch nie gesehen im Leben. Okay. Ihr seht vielleicht hier und da mal ein paar Rosen. Das könnt ihr jetzt gerade noch so hinbekommen. Ja, das ist eine Rose, okay, alles klar. Aber ansonsten sehr viel exotischer Kram. Und sehen wir den Garten auch von da aus? Ja, aber es ist stockfinster. Also ihr seht eine Glastür, die ist geschlossen. Und dahinter seht ihr so ein bisschen Ansätze von Blumen. Und dann kommt einfach Finsternis. Ich möchte mich umschauen, oder ich schaue mich um herauszufinden, ob aus diesen Pflanzen irgendwas verkocht wurde. Ob da irgendwas rausgerissen wurde damit. Das weißt du nicht so richtig. Du kannst mal Verborgenes erkennen würfeln, bitte. Ja. 41 und ich habe 75, also ja. Ja, okay. In einer Ecke des Raumes steht ein kleiner Busch mit fies aussehenden schwarzen Ranken mit dicken Dornen dran. Für einen Moment hast du das Gefühl, dass sich dieser Busch bewegt hat. Bitte auf geistige Stabilität. Bei Cthulhu ist es nicht immer gut, Sachen zu sehen. Verdammt. Okay. 2. Okay, das ist alles gut. Es ist ein bisschen komisch, aber nichts Beunruhigendes. Okay. Alles gut. Also ich glaube, da hat sich was bewegt, aber das was kann nicht auch nur Einbildung sein. Ja, ein Busch, aber ich glaube, das habe ich mir nur eingebildet. Ihr Luft seht den Busch auch. Wirklich so ein schwarzer Dornbusch mit fiesen, harten Ranken. Mhm. Ja, gehen wir da mal hin und schauen uns den an. Warum stellt man sowas hier hin? Das ist... Ja gut, der Geschmack ist ein bisschen eigenwillig vom Oberst. Aber ja. Bescheid. Man probieren? Traut sich jemand? Bitte was? Ich würde mich schon interessieren. Okay. Auf diese. Du gehst ran an die Pflanze und guckst sie so ein bisschen an. Ist wirklich schwarz. Aus den Dornen trieft auch so ein dunkles Sekret so ein bisschen. In dem Moment, wo du deine Hand ausstreckst, schnellt eine der Ranken nach vorne und greift nach deinem Arm. Die Dornen bohren sich tief in deinen Unterarm hinein. Du bekommst... Hörg! Herrgott, was ist das jetzt? Ein Schaden.
Ein Trefferpunkt wird abgezogen und darfst mal auf geistige Stabilität würfeln, bitte. Oh, 58, genau getroffen. Ist das dann bestanden? Dann ist bestanden, du kriegst trotzdem einen abgezogen. Alles klar. Und du hängst plötzlich in dieser Pflanze dran und ihr anderen seht, dass sich diese Ranke um seinen Arm geschlungen hat. Und ich hänge da noch dran. Du hängst da noch dran. Was ist das? Lass uns los! Ja. Ich stoße einen spitzen Schrei aus, schlag mit der Hand zu reißen. Mhm. Würfel bitte auf Geschicklichkeit erstmal. Das ist dein oberer Wert. Geschicklichkeit habe ich 50 und ich würfle eine 56. Okay, willst du Glückspunkte investieren? Ja. Okay. Du reißt dich los aus dieser Ranke. Du hast wirklich jetzt fiese Einstichlöcher im Unterarm. Ja. Und von dem Geschrei von dir, Evelyn, kommt sofort eine Wache hinzugelaufen. Was ist denn hier los? Ja, was ist los? Sie hat mich angegriffen. Bitte, was ist das? Bitte halten Sie, bitte gehen Sie von dieser Pflanze weg. Was ist das? Ist das giftig oder was? Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Schaut sich das an, haben Sie einen Sanitäter da oder sowas? Er holt aus einer kleinen Verbandstasche an der Seite so einen Verband raus und verbindet so deine Wunden, aber der beschäftigt sich damit nicht so richtig. Also es ist eher so, dass es nicht mehr blutet. So. Na, aber sind Sie sicher, dass es nicht giftig ist oder sowas? Ja, machen Sie sich keine Sorgen, das passiert öfter. Also ein Warnschild bei der Pflanze wäre wirklich gut. Ja. Hat Ihnen das der Oberst nicht gesagt? Kein Wort hat er erzählt. Dann hat er das wohl vergessen. Im Haus haben. Dann hat er das wohl vergessen. Dann müssen wir ihm das nochmal sagen. Das ist wirklich gefährlich. Ja. Also. Ich könnte jetzt ein bisschen frische Luft vertragen. Was hätte denn passieren können? Naja, also ich meine, das ist schon gefährlich, so eine Pflanze. Die hätte ihn die Pulsader aufschneiden können. Was ist das denn für eine Pflanze? Ja, keine Ahnung. Die hat der Oberst irgendwo aus Afrika oder irgendwo mitgebracht. Das weiß auch niemand so richtig. Die Sachen kommen hier immer nur in irgendwelchen Kisten an. Dann stellt sich der Oberst das hier hin. Also. Der Garten gerade leider nicht, aber wenn Sie wollen, wir können ein Fenster öffnen. Ja, danke. Vielleicht auch noch mal kurz zu den Kisten, jetzt wo Sie es ja selber ansprechen. Was lässt er sich denn sonst noch so kommen? Müssen wir damit rechnen, dass er in jedem Raum ein Todesfall aufmacht? Nein, wir gucken da nicht rein, aber keine Ahnung, was der sich kommen lässt. Wie gesagt, da kommen jede Woche irgendwelche großen Kisten an mit irgendwelchen Sachen, schwer, Bücher über Bücher. Die werden dann teilweise nach oben gebracht. Keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht so richtig. Ja, ich bin auch nur hier, um für Sicherheit zu sorgen. Ja? Also entschuldigen Sie bitte. Sind Sie sicher, dass das jetzt nicht giftig ist oder alles das irgendwie gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Alles wird gut. Ich sag dem Herrn Oberst, dass er ein bisschen mehr aufpassen soll. Das wäre schon. Ich brauche was zu trinken. Ja, ich auch. Ja. Was starkes Braunes. Ja. Und dass Sie nicht dran gefasst haben, Frau Alvarez, nicht auszudenken. Ich kann mir warum habe ich auch vorgeschlagen, das zu essen? Zum Glück haben sie nur mit Asche draufgestreut. Wer weiß, was da passiert wäre. Wahnsinn. Geht's denn einigermaßen? Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, vergiftet zu werden. Oder so. Ja, aber kribbelt es oder brennt es oder ist es einfach nur eine Wunde? Ja, kribbelt es. Nö, kribbelt das. Nö. Es schmerzt. Es tut weh, okay. Die Hölle, aber sonst nichts. Aber gut, scheinbar ist das schon häufiger passiert. Und wäre das jetzt tödlich, dann würde man uns sicherlich drüber informieren. Vor allem bei ihrem... Wird das immer sonderbarer hier. Mhm. Ja. Ja, gut, dann bleiben wir bei unserem Plan. Lesezimmer. Frau Alvarez wollte ins Lesezimmer. Genau, wir befinden uns im Lesezimmer. Okay. Und was zu trinken? Ja, tatsächlich guckt aus dem Salon auch einer der Bediensteten mit so einem Tablett. Ja. Auf den Schreck ein Getränk. Bitte. Ja, gleich zwei, also für alle. Nicht. Ja, und er gießt. Anscheinend am Salon, da ist so eine Bar, gießt so ein bisschen was aus und gibt euch was. Entschuldigung, eine Bitte noch. Haben Sie ein Stück Brot oder sowas da? Irgendwas was Kleines? Oh, ich kann Ihnen gerne gleich etwas bringen. Ja, aber so vielleicht, dass es nicht jeder mitbekommt. Oder was war sonst noch Spaß? Vielleicht den Magen zu beruhigen. Also Brot könnte ich jetzt eigentlich auch wieder... Ich bringe Ihnen etwas. Wie ist das für das Konzert? Was in den Magen? Einfach ein bisschen Kleines. Ich bringe Ihnen gleich etwas her. Geh kurz in die Küche. Danke. Sehr freundlich. Ja, Vorsicht, dieses deutsche Brot ist wie Backstein. Ach. Ja, besser als das Essen wird es allemal sein. Ihr geht ins Lesezimmer, habt ihr gesagt? Mhm. Okay. Das Lesezimmer ist ein kleines Zimmer direkt neben dem Wintergarten, welches einen herrlichen Blick nach draußen gewährt. Also ihr seht jetzt auch so ein bisschen, wenn ihr nach draußen guckt, durch die Fenster, so ansatzweise den Garten. Da sind so halt Gewächse, die so im Halbdunkeln liegen. Und irgendwas in der Mitte des Gartens, irgendetwas Statuenhaftes, aber es ist zu dunkel. Also das könnt ihr nicht so richtig entziffern. In dem Zimmer stehen ansonsten zwei große Ohrensessel zwischen den Bücherregalen, die überall an der Wand stehen. Zwischen den Stühlen befindet sich ein kleiner Holztisch, auf dem ein Buch liegt, was dir direkt ins Auge fällt. Mhm. Ein Buch mit schwarzem Einband, auf dem ein gelbes Zeichen prangt. Es scheint irgendwie ein bisschen seltsam zu sein. So sieht dieses Zeichen auch aus. Es sieht ein bisschen aus wie, ja, so
drei Fragezeichen irgendwie zusammengeführt, ja. So ein bisschen verschnörkelt. Hast du noch nie in deinem Leben gesehen wahrscheinlich. Oder du kannst mal auf... Was hast du denn? Was könnte denn da passen? Weiß nicht. So, mach mal Intelligenz. Mach mal Intelligenz. Also bei deinen Attributen ist das oben. Ja, dann kannst du mal die zwei Würfel raus? Ja, genau. Hm. Okay. 78 und ich habe 80. Sehr gut, das ist geschafft. Irgendwie kommt dir das bekannt vor. Mhm. Du kannst nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber irgendwas löst das in deinem Kopf aus. Irgendwie hast du das Gefühl, das hast du irgendwo schon mal gehört oder gesehen, in einem Katalog, bei irgendeiner Auktion. Du bist ja nicht ganz sicher, aber irgendwo hast du das schon her. Und das, du hast aber das Gefühl, das spricht dich schon ein bisschen an, dieses Buch. Mhm. Ich blätter in dem Buch ein bisschen herum, um meine Erinnerung aufzufrischen. Also du guckst dir das Buch an, ja? Ja. Ja, du nimmst das Buch in die Hand, schlägst es auf. Es scheint ein Theaterstück zu sein, auf Französisch. Mhm. Nennt sich Der König in Gelb. Mhm. Ich zeig das auch der Gruppe. Sagt Ihnen das irgendwas? Der König in Gelb? Ein Theaterstück? Ja, Sie haben es ja auf jeden Fall mit Königen. Das stimmt. Ist damit dieser König gemeint? Du kannst mal eine Probe machen auf Intelligenz. Lieber. Intelligenz habe ich 65 und ich würfle eine 21. Okay. König in Gelb, das sagt dir was. Du hast das mal gelesen in der Zeitung eine Kritik zu einem Stück, was Der König in Gelb hieß. Und der Kritiker, der das geschrieben hat, das war wohl anscheinend, ist irgendwann mal aufgeführt worden in Wien, sagte, dass der erste Akt so langweilig war, dass er rausgegangen ist. Und du erinnerst dich an einen weiteren Artikel? Irgendetwas mit irgendeinem Feuer. Richtig, jetzt wo du dich daran erinnerst, nachdem das Stück aufgeführt worden ist, ist das Opernhaus, das Theaterhaus komplett abgebrannt, in der gleichen Nacht. Davon habe ich ja mal gelesen, also da habe ich mal eine Kritik gelesen von Brezinger damals, ne, der meinte, der erste Akt wäre so langweilig gewesen, dass er rausgegangen ist. Ich meine, der hat eh keine Ahnung, wovon er redet, aber anscheinend. Aber dann war da noch so eine andere Sache, glaube ich, da wurde es auch irgendwo angeführt und dann ist, was war es nochmal, glaube ich, dann ist das Theater abgebrannt oder sowas. Da war so ein ganz merkwürdiger Artikel in der Zeitung irgendwie von wegen abgebrannt oder so, aber ich glaube, da wurde auch dieses Stück aufgeführt, also ganz... Das merke ich. Das sind die einzigen Male irgendwie so, aber ansonsten. Also scheint ein Theaterstück zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit der, mit der Dramatik, aber. Ja. Aber kann das nicht einfach ein natürlicher Grund gewesen sein? Ja, sicher, davon gehe ich aus, natürlich, aber es ist natürlich, das macht sich gut in der Zeitung natürlich, dann jetzt irgendwie das Stück da irgendwie zu beschwören oder so, aber das ist ja Schwachsinn, ne? das ist klar. Ja, da wäre ich jetzt aber. Also Blut, Essen von obskuren Tieren, fleischfressende Pflanzen, von denen noch nie jemand was gehört hat, jetzt zufälligerweise. Könige, von denen gesprochen wird, ein Theaterstück König in Gelb, eine Kritik zu einem Theaterstück, wonach das Haus abgebrannt ist. Ja. Also das sind mir dann der Zufälle schon das viele. Das Haus ist sicher nicht wegen der Kritik abgebrannt, aber Glück hatte er, dass er dann gegangen ist früher. Evelyn und Chester, ihr dürft mal bitte beide ein Probe machen auf geistige Stabilität. Die ist gelungen. Gelungen? Und zwar locker 15 unter 59. Okay, sehr gut. Wo muss ich nochmal Stabilität? Genau, ja. Richtig. Okay. Das sind 36 bei 45. Das ist geschafft, alles gut. Ah. Ihr schaut euch das ein bisschen an, auch dieses Buch. Und dieses Zeichen leuchtet so leicht auf. Und irgendwie habt ihr das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Ihr seid euch nicht sicher. Und in dem Moment schaut ihr so kurz raus in den Garten. Die erschreckt, weil ihr habt für einen kurzen Moment gedacht, dass dort in der Dunkelheit eine Gestalt steht. Ein Mann in einem Anzug, Nadelstreif, einer gelben Krawatte und einer bleichen Maske auf dem Gesicht. Und dann, im nächsten Moment ist er verschwunden. Jetzt hast du das auch gesehen. Du reagierst. Habt ihr was gesehen gerade? Was ist los? Nein, da im Garten war jemand. Da war jemand. Du hast es auch gesehen. Was heißt es? Ihn? Ja, ihn, es, in der kurzen Zeit. Ein Mann mit... Jetzt mach dich nicht wahnsinnig. Okay. Leute im Garten. Was hast du gesehen? Da stand ein Mann in einem Anzug mit einer geschmacklosen Krawatte und einer Maske auf. Das fand ich ausgesprochen verstörend und er hat hier reingeschaut. Und das hast du gerade gesehen? Das habe ich gerade gesehen. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Und nein, der versteht überhaupt nicht, was wir gerade... Kann ich Ihnen nochmal Zigaretten anbieten? Nein, ich brauche keine Zigarette. Was ich gebraucht habe, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich muss mich jetzt mal kurz beruhigen. Denn das, was Sie alle hier nicht wissen, genau diese Gestalt habe ich bereits zweimal in meinem Leben gesehen.
Und noch nie jemand außer mir hat sie bisher gesehen. Und jetzt zum allerersten Mal. Das mag sie jetzt nicht. Ich möchte hier nicht weiter ins Detail gehen. Setzen Sie es erstmal hin, bitte. Sondern okay. Erzählen Sie mal ganz ruhig. Wo haben Sie die gesehen? Also, das erste Mal, ich habe Ihnen ja erzählt, ich habe bereits im Ersten Weltkrieg bei der Schlacht an der Somme. So, ich und mein Trupp, wir waren unterwegs und wir sind mitten ins Maschinengewehrgefeuer gelaufen, geführt geworden. Alle Kameraden um mich herum gestorben, nur ich nicht. Und nicht, weil ich Glück hatte, aus unerfindlichen Gründen, erschien genau dieser Mann, der mich aus den Schützengräben rausgezogen hat. Das hat mir natürlich niemand geglaubt. Ich bin der Einzige, der lebendig zurückgekommen war. Ich habe das erzählt, das hat mir keiner geglaubt. Alle haben gesagt, du bist ein Feigling, du hast dich verkrochen irgendwo, du hättest auch sterben sollen. Und egal, wem ich es erzählt habe, auch meiner Frau habe ich es erzählt. Und für sie hat zu mir gehalten. Und das war nur das erste Mal. Aber ich konnte es nicht vergessen. Ich habe nachgeforscht, ich habe Leute gefragt. Nie hatte irgendjemand in meinem Umfeld davon gehört oder sonst wer. Es wollte mir einfach niemand glauben. Und dann habe ich ihn ein zweites Mal gesehen und könnte ich vielleicht noch mal einen Schluck? Sicher. Jahre später. Ich hatte ihn vergessen, meine Frau und ich, wir hatten ein Kind bekommen mittlerweile, auch um uns einfach ein bisschen wegzuorientieren von den Schrecken des Krieges und allem, was wir da erlebt hatten. Und eines Tages, wir waren bei Freunden zum Abendessen eingeladen auf dem Land und wir sind mit dem Auto gefahren die Straße entlang und es war unglaublich neblig und ich saß am Steuer, ich hatte ein bisschen was getrunken, vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber plötzlich im Nebel auf der Straße steht wieder dieser Mann mit der bleichen Maske und ich vor lauter Schreck, ich habe das rumgerissen, wir sind vor einen Baum gefahren und beide verstorben und der Einzige, der es wieder überlebt hat. Und es war wieder dieser Mann. Es war wieder dieser Mann im Spiel. Und jetzt haben Sie ihn auch gesehen. Das kann doch kein Zufall mehr sein. Das ist doch hier, wir sind mit einem Grund hier. Und langsam ergibt das für mich auch einen Sinn, dass ich ganz persönlich hier bin. Denn mir wurde eben versprochen, wenn ich an dieser Mission teilnehme, kriege ich genau diese Informationen, die mich dazu führen, dass man mir vielleicht auch endlich mal glaubt. Von wem haben Sie dieses Versprechen bekommen? Der von unserem gemeinsamen, unserem Chef, unserem Australier, der uns alle angeworben hat. Sie doch genauso wie mich. Moment, und der wusste was von diesem Maskenmann? Ja, anscheinend. Er wollte da nachforschen, weil er ja eben in diesen Dingen unterwegs ist. Aber das ist doch jetzt auch an dieser Stelle gar nicht relevant. Ich bin nicht der Einzige, der den Mann mit der bleichen Maske gesehen hat. Sie sind beileibe nicht der Einzige, der seltsame Dinge gesehen hat. Mein Gott, das... Miss Peterson, haben Sie zum ersten Mal diesen Mann gesehen? Es ist nicht das erste Mal, dass ich etwas Seltsames sehe. Aber die Umstände waren anders. Wenn man als Pilot lange allein ist und dann in der Dunkelheit fliegt und über den Kanal fliegt und keine Lichter mehr unter sich hat und keine Orientierung, dann spielen einem die Sinne wirklich schon mal Streiche, speziell wenn man dann wegnickt oder dann und dann in den Sturm kommt und dann sieht man vielleicht auch schon mal seltsame Gestalten in den Wolken mit Masken. Also das verstehe ich. Tatsache ist, ob wir das jetzt glauben oder nicht, Herr Büchel glaubt daran und ich denke, es ist für unsere Mission hilfreich, wenn wir einfach dieses Spiel erstmal mitspielen. Also bei Ihnen klingelt da nichts. Na, gar nichts. Dass wir jetzt plötzlich in der Club der Bleichmaskenerkenner sind, das wäre ja natürlich... Ich glaube Ihnen das natürlich auch alles, aber es ist natürlich jetzt für mich ein bisschen schwer, das alles aufzunehmen. Ist das doch die Frage, wenn Sie meinen, wir sollen da mitspielen, sollen wir den Leuten sagen, wir haben was gesehen oder eben gerade nicht? Nein, dass wir... Einige von uns glauben an diese Geschichten, diese übernatürlichen. Einige von uns weniger. Wir denken vielleicht ein bisschen eher rational. Entschuldigung, es geht ja nicht ums Glauben. Es geht darum, dass vielleicht man Dinge gesehen hat, die sich schwer erklären lassen anderweitig. Da scheinen Sie ja nun auch nicht ganz unbeschlagen zu sein. Für euch beide klingt das alles ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie habt ihr schon das Gefühl, die sagen auf jeden Fall die Wahrheit. Also die lügen euch jetzt nicht an oder so. Mhm. Und ihr beide habt auch so ein bisschen das Gefühl, dieses Buch. Das ist schon spannend. Für dich, du würdest sagen, das ist mit Sicherheit, hat bestimmten Wert. Mhm. Und für dich ist es so ein bisschen, die Geschichte dahinter ist schon spannend. Ob da jetzt was dran ist oder nicht, spannend ist es schon. Also euch interessiert dieses Buch schon ein bisschen. Ihr könnt es da liegen lassen, ihr könnt es mitnehmen, wie ihr wollt. Jetzt machen wir mal alles langsam, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal dieses Buch so. Sie haben gesagt, das ist ein Geschenk oder ein Präsent ist für Sie im Speziellen. Was haben Sie für eine Verbindung damit? Es kommt mir sehr bekannt vor, dieses Symbol, aber der gelbe, goldene König, der sagt mir gar nichts, weshalb ich ja auch jetzt hier in die Runde gefragt habe. Sie können sich nicht vorstellen, was der Oberst Ihnen damit mitteilen möchte. Nein, das weiß ich gerade nicht. Vielleicht denkt der Oberst, ich weiß irgendwas. Vielleicht vermutet er, ich hätte irgendwie Hintergrundwissen, aber aktuell bin ich
tappe ich komplett im Schwarzen. Ja, wollen wir denn vielleicht mal reinschauen ins Buch? Und, also zumindest die letzte Seite könnten wir ja vielleicht lesen, um zu schauen, wie es ausgeht. Oder es klingelt eine Glocke. Und es erschallt ein Ruf durchs Erdgeschoss. Bitte versammeln Sie sich im Klavierzimmer. Puh, also ich sammle mich jetzt erstmal wieder ein bisschen. Ziehe meinen Schlips, beziehungsweise meine Fliege gerade. Ich nehme das Buch mit. Schluck. Und ja, lauf dann auch los. Mit dem Rennen. Ich werde meine Drinks dann im Wintergarten in irgendwelchen Pflanzentöpfen los. Okay. Ich werde sie in mir los. Was euch als erstes auffällt, ist, dass. Da kommen wir gleich zu. Ihr geht ins Klavierzimmer, nehme ich an. Ja. Ich würde einfach mal sagen, ihr nehmt den Weg übers Foyer, das ist das Einfachste. Und kommt im Klavierzimmer an. Das Klavierzimmer ist spärlich eingerichtet, aber dennoch relativ groß. An der Wand stehen zwei antike, bequeme Sofas, die Platz für insgesamt 6 Personen bieten. Vor einem prasselnden Kamin stehen außerdem noch zwei passende Ohrensessel dazu. Das Prunkstück dieses Raumes ist allerdings ein auf Anhieb zu erkennen. Ein großer, elegant aussehender Flügel spricht dich direkt an. Und dort steht bereits Antonio daneben in Erwartung daran, dass er gleich sein Konzert geben wird. Und alle anderen kommen so langsam herein. Was euch auffällt, ist, dass Victoria nicht aus dem Salon kommt, wo sie eben gerade eigentlich noch war, wie ihr das mal gesehen habt, sondern aus dem Foyer, also aus der gleichen Richtung wie ihr. Und sie kommt aus dem Esszimmer, gerade als ihr durchs Foyer geht. Und da kommt auch der Oberst Büchel auch von oben herunter und schließt quasi dazu auf. Also sie kommt aus dem Esszimmer. Da seid ihr euch, verwundert euch ein bisschen, wo sie jetzt herkommt. Mhm. Ja, und dann wird euch bedeutet, dass ihr Platz nehmen dürft. Und ich würde auch nochmal Getränke natürlich serviert. Ihr kriegt auch noch ein bisschen Brot. Und ein bisschen aber kleinere Snacks. Ein bisschen unter der Hand. Snacks, ein bisschen unter der Hand, genau. Der französische Butler scheint da doch sehr bedacht darüber zu sein, dass ihr nicht irgendwie schlecht dasteht vor den Gastgebern. Und ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, euch noch da ein bisschen umgucken. Über dem Kamin hängt auch ein großes Schwert. Also ein Deko-Element anscheinend. Ist ja nicht genau. Ja, und es scheint noch ein paar Minuten zu gehen. Sie warten noch ein paar Minuten. Der Antonio scheint sich noch ein bisschen vorzubereiten mental und wahrscheinlich geht dann gleich das Leben. Wo im Zimmer steht denn der Flügel? Der Flügel steht an einer Ecke nach draußen. Also da hängt ein großes, da sind die großen Fenster sozusagen, die nach draußen gucken. Und direkt in dieser Nische unten rechts auf eurer Karte steht der Flügel. Mhm. Also so rechts unten bei genau, uns rechts hier unten. Auf der Karte. Okay. Mhm. Ihr blickt jetzt übrigens auch wieder raus aus dem Fenster. Ihr seht da so den Vorplatz und hinter dem schmiedeeisernen Zaun? Dunkelheit. Komplette Dunkelheit. Mhm. Verwirrt euch ein bisschen. Sollte da nicht Paris sein? Ja, wir sind ja schon ein Stück außerhalb jetzt gefahren. Mhm. Oder nicht? Gibt es hier Verdunkelung nachts? Vielleicht. Also würde einer von euch die Gelegenheit nutzen, um ins Schreibzimmer mal eben zu gehen? Es sind nun mal, also ich nehme an, wir reden sehr viel leiser. Ja, wahrscheinlich. Ihr könnt hier nochmal. Es sind noch Wachen im Foyer, das macht es schwierig. Ich weiß nicht, ob es irgendwo anders noch einen Weg hoch gibt. Das ist... Also ich hatte schon überlegt, ob ich diese unerträgliche Frau von Dienskirchens in die blutsaugende Pflanze werfe als Ablenkung. Aber so zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber ja, wir sollten versuchen, nach oben ins Arbeitszimmer zu kommen. Ludwig, ganz kurz, ja. Entschuldige. Ja. Wenn du möchtest, kannst du mal eine Probe auf Verborgenes Erkennen machen. Verborgenes Erkennen. Als einziger nicht so viel geskillt. 65. Wie viel hast du da? 25. Okay, ja, das ist ja, weit weg. Also, ist ein schicker Flügel, kannst du schon mal sagen. Aber also, du würdest sagen, der ist gut, das ist ein guter Flügel, aber die fällt jetzt nichts weiteres auf. Habe ich denn irgendeine Ahnung, was der Oberst so für Antiquitäten hat? Oder was hat er mir schon mal von irgendeinem besonderen Stück erzählt? Nee, das nicht. Oder irgendwas, was mit Musik zu tun hat, eine Büste irgendwie von einem. Also dieses Piano, dieser Flügel sieht schon gut aus. Du hast ansonsten bisher im Haus nichts irgendwie gesehen, was darauf schließen lässt, dass er irgendwie ein großer Sammler von Musik ist. Du hast halt nur gehört, der ist Sammler von irgendwelchen antiken Gegenständen und von Büchern vor allem. Also, der ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Sammler von Musik, aber er interessiert sich für Musik und ist anscheinend eher so der Fan von Live-Vorstellungen. Ich spreche mit dem Oberst und sage ihm, ich habe Ihr Buch gesehen, das Sie
natürlich mir zeigen und wollten. Wie viel haben Sie schon gelesen? So viel Zeit hatte ich natürlich nicht, aber es klingt sehr spannend. Was ist denn Ihr Lieblingsteil? Ich sag Ihnen, der erste Akt, Müll. Kompletter Müll. Aber der zweite Akt öffnet Ihnen die Augen. Sie sollten unbedingt bis dahin lesen. Bis dahin? Okay, dann... Nehmen Sie sich doch die Zeit zwischendurch. Dafür habe ich Sie eben eingeladen. Natürlich, dann nehme ich mir die Zeit und fange an, dieses Buch zu lesen. Hast du es mitgenommen? Ich habe es mitgenommen, okay, ja. Alles klar. Fängst du ein bisschen an, diesem Buch zu lesen? Ja. Du kannst noch mal eine Probe bitte machen auf Musik, lieber Ludwig. Endlich mal, das habe ich. 80 habe ich und ich würfel eine 1, ist das 0 und 1? Alter, ein kritischer Erfolg, ja. Yes. Sehr, sehr gut. Also, perfektes Gehör. Du siehst sofort, alles klar, da liegen schon die Notenblätter auf dem Piano sozusagen. Mhm. Guckst sie dir so ein bisschen an und auf den ersten Blick siehst du das, was da geschrieben ist. Kompletter Müll. Das ist, also, wer auch immer diese Noten auf dieses Papier gebracht hat, der hat entweder absolut keine Ahnung von Musik. Du siehst auch so, es ist irgendwie mit roter Tinte geschrieben und da ist so ein bisschen unten auch so ein bisschen Flecken dran. Und also der erste Teil geht noch, aber dann wird es einfach nur komplett blödsinnig, was da geschrieben steht. Komplett blödsinnig. Das muss furchtbar klingen. Richtig, richtig schrecklich. Das bist du nicht gewohnt von Antonio Castellini. Mhm. Wo ist der Castellini? Befindet sich noch nicht im Raum. Doch, der steht daneben. Ach, der daneben. Scheint sich gerade so ein bisschen mental darauf vorzubereiten und guckt da so ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht. Sollten wir mal das Gespräch mit ihm suchen? Ja. Ja, ich gehe zu Castellini. Ja, und ja, also erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie sich angeboten haben, heute Abend zu spielen. Das wir sind schon alle ganz aufgeregt, was Sie da sich erdacht haben. Gibt es vielleicht für mich als kleinen Liebhaber die Möglichkeit, vielleicht schon mal in die Partitur zu schauen, bevor es losgeht? Ich kann es kaum erwarten. Also, ich muss sagen, das Stück lebt davon, gespielt zu werden. Mhm. Auf dem Papier sehen doch alle Stücke furchtbar aus. Naja, na gut. Ah, Sie werden es eher für sich, so, merke ich. Mhm. Ich werde auch ein bisschen improvisieren. Aha, da freue ich mich besonders drauf. Aber ich freue mich einfach, an so einem wunderschönen Flügel spielen zu dürfen. Mhm. Für Sie. Aber Sie haben jetzt Ihr Programm schon festgelegt für heute Abend. Da, so Musikwünsche oder sowas könnte man nicht. Weil, nein, ich habe damals Ihre fantastische Chopin-Vorspiele genießen können. Und das wäre natürlich für mich der absolute Traum, das nochmal mit meinen besten Freunden hier erleben zu können. Der Oberst hat sich etwas gewünscht und ich bin diesen Wünschen nachgekommen. Mhm. Sie werden es lieben. Mhm. Und so eine komplett freie Improvisation, liegt Ihnen das nicht? Also so komplett ohne Noten, das ist natürlich auch mal was Besonderes natürlich. Willst du ihn dazu überreden, etwas anderes zu spielen? Ja. Würfel auf überreden. Okay, überreden habe ich 50 und es ist die 81. Willst du 31 Punkte ausgeben? Und du kannst auch forcieren, ne? Du kannst auch normal würfeln, aber wenn es nicht klappt, dann... Ne? Ja, bei 50 forciere ich, come on. Okay, komm. 50-50. Dann 50 nochmal. Und es ist die 13. Das ist geschafft. Also er scheint erstmal ein bisschen so... Also gut. Ich werde ein bisschen mehr improvisieren. Machen Sie sich keine Sorgen. Mhm. Na wunderbar, es wird vertreffen. Dann brauchen wir das ja nicht mehr, dann würde ich die Noten nehmen. Okay, du nimmst dir das Notenblatt, kein Problem. Mhm. Gut. Na wunderbar, dann können wir uns freuen natürlich auf eine spontane Improvisation. Ne? Hat der ein oder andere Pianist sich ja auch schon überboten dabei. Er scheint ein bisschen verunsichert jetzt erstmal zu sein, setzt sich jetzt auf den Stuhl, falte das noch ein bisschen zurecht. Habe ich eigentlich fertig gelesen? Also sagst du damit nee, das dauert ein bisschen. Ich sag dir Bescheid, wenn du an interessanten Punkten ankommst. Der erste Akt, siehst du aber, ist wirklich furchtbar. Ja. Du weißt, kannst überhaupt nicht nachvollziehen, was das jetzt für eine Handlung ist. Es gibt irgendwelche Gespräche von irgendwelchen Personen, die dir nicht vorgestellt werden. Es sind viel zu viele verschiedene Charaktere, die da auftauchen in einer Location, die nicht genau definiert wird. Es ist furchtbar. Es ist wirklich absolut furchtbar. Und ja, Castellini setzt sich hin und guckt zu Oberst Büchel, der an sein Glas schlägt. Ding, 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 ding. Liebe Gäste, es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend hier alle gemeinsam teilhaben zu lassen an einem horizonterweiternden Konzert meines guten Freundes Antonio. Ich hoffe, dass Ihnen das Stück, was ich mir persönlich gewünscht habe, munden wird. Es ist ein... Ich sage mal gewagt, ein bisschen gewagt. Sie, Herr Bruckmüller, werden es aber sicherlich zu schätzen wissen, denn es ist nicht der normale Kram, den man so spielt in den Opern oder Theaterhäusern.
Es ist wirklich Kunst. Wirklich Kunst. Aber bitte, ich will nicht weiter vorgreifen. Antonio, bitte. Könnte ich vielleicht noch was zu trinken haben vorher? Ja, sicherlich, sicherlich. Das wird mach mal gut, ausgegeben. Reichlich voll. Du kriegst ein Glas, wo du wirklich bist so randvoll ist. Aber, ich, ja. Sehr, das ist mehr als ein Doppelter. Danke, vielen Dank. Okay. Antonio setzt sich an das Klavier. Und fängt langsam an zu spielen. Alle hören gebannt zu. Eine leicht traurige, aber doch schöne Melodie entspringt den Tasten. Und irgendwann merkt ihr aber so langsam, dass seine Anschläge immer härter werden, dass immer mehr Mollakkorde in das Klavierspiel mit reinfließen. Und er hängt plötzlich den Kopf nach hinten und fängt an, so zu wackeln und zu singen vor sich hin, während er immer härter in die Tasten haut. Es kommt nur noch furchtbare, unpassende Töne aus dem Klavier heraus. Es klingt furchtbar. Ihr dürft bitte alle mal auf geistige Stabilität würfeln. Ja, bestanden. Ja, auch bestanden. Ich auch bestanden. Sieben. Alle bestanden? Alle bestanden, die kriegen einen Schaden, kriegt ihr jeweils. Schaden? Ein geistiges oder abgezogen. Ach, geistige Gesunde. Genau. Mhm. Ihr könnt wirklich gerade so euch davon abhalten, eure Ohren zuzuhalten. Und man sieht es auch noch nicht an, dass es wirklich furchtbar klingt. Und der haut immer weiter in die Tasten. Das Klavier wird immer lauter. Die Akkorde werden immer härter, immer düsterer. Springt die Melodie in euch herein. Und plötzlich merkt ihr, wie langsam rot die weißen Tasten werden, wie Blut aus seinen Fingerkuppen sich auf der weißen Tastatur verteilt und er spielt weiter wie im Wahn. Ihr blickt zu den anderen Teilnehmern herüber. Luis sieht komplett geschockt aus. Die anderen Gäste schwelgen sozusagen in diesen wunderbaren Melodien, wippen ein bisschen im Takt. Auch der Oberst ist völlig verzückt. Wie auch beim Essen habt ihr das Gefühl, bemerken die überhaupt, was hier gerade passiert und was da abgeht? Die haben alle die Augen geschlossen. Einige, Victoria singt sogar so ein bisschen mit. La 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 lai, la 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 lai. Und die Tasten werden immer röter. Und ihr habt das Gefühl, wenn ihr jetzt nicht eingreift, wird der, ihr wisst nicht, was mit dem passieren wird. Wenn jemand eingreift, wird irgendjemand. Ja, machen? Ich will applaudieren. Ja. Okay. Bravo! Ja, was soll man da machen bei so einem. Bravo! Fantastisch! Künstler, mit. Laut. Ich laufe zur Tür zum Foyer. Der Pianist hat sich verletzt. Sofort kommt eine Wache vom Foyer reingelaufen. Euer Klatschen hat null Wirkung. Das interessiert die kein bisschen. Steh auf, ja. Ja. Das interessiert die Leute kein bisschen. Er spielt immer weiter und wird sogar jetzt noch lauter, nachdem ihr jetzt anfangt zu klatschen. Er versucht wirklich mit seiner Klaviermelodie euer Klatschen auch zu überspielen. Bitte, der Mann bricht sich die Finger. Ich stolper gegen das Schwert, was da hängt, damit es runterfällt. Okay. Ja. Würfel mal auf Geschicklichkeit. Das ist halt ein brennender Kamin drunter, ne? Also. Ach so, okay. Das hängt relativ gut an der Wand, hast du das Gefühl. Andersrum, würfel mal auf Glück bitte, das ist viel besser. Ach, das hat nicht viel mit Skill zu tun, dass du versuchst. Okay. Naja. Nee, 79. Tritt gegen den Kamin, es passiert nichts. Okay, ich kann mir das Elend auch nicht mehr länger anhören. Immerhin brenne ich nicht. Also, die klatschen, das alles bringt nichts. Ich stürze von meinem Sofa hoch, ja. Gehe zu ihm und versuche ihm von hinten so einfach die Hände einfach hochzureißen, weil ich mir okay. Das Elend natürlich nicht angucken kann. Würfel bitte auf Nahkampf. Nahkampf. Das ist die beste Reaktion. Oh. 37. Was hast du da? Ich habe da 25. Willst du 2 Punkte ausgeben? Ich habe das Gefühl, das ist eine gute Idee. 12, oder? Ja, ja. 12 Punkte. Entschuldige. Ja, genau. 12 Punkte von Glück richtig? Ja. Hm? Ich möchte sie ausgeben und lande. Ich will einfach, dass dein riesiger Glückspool langsam mal ein bisschen schwindet. Ich hatte es bisher Dorn im Auge. Ich glaube, das war die beste Idee heute Abend. Neben meinem vorgetäuschten Verdauungsproblem. Du reißt ihm die Hände hoch. Du merkst wirklich, als das Blut fließt. In Strömen aus seinen beiden Händen und er wehrt sich. Er wehrt sich mit Händen und Füßen. Er versucht, dich wegzuschlagen. Du als Soldat hast natürlich sofort einen guten Griff, hast ihn gut in der Hand und merkst relativ schnell, okay, du kannst ihn einigermaßen
am Platz sozusagen halten und er wehrt sich. Nein, ich muss das Stück zu Ende spielen. Lasst mich los. Ich muss das Stück zu Ende spielen. Es wird das Leben kosten. Sie spielen jetzt überhaupt nichts mehr. Ich spiele hier gleich die Krankenschwester. Tatsächlich kommen die Wachen, die jetzt von dir, beide Wachen kommen tatsächlich aus dem Foyer. Und sind wirklich auch komplett schockiert. Den Schritt ins Foyer und tippe davon. Will jemand sich anschließen bei Evelyn? Wahrscheinlich nicht. Ich kann es nicht. Ich bin erstmal geschockt und ich würde weiter applaudieren. Und dann schließe ich mich an. Okay, auch du schaffst es so ein bisschen, den richtigen Moment abzupassen und ihr verschwindet so ein bisschen ins Foyer. Und die Wachen sind auch wirklich komplett verwirrt und so. Der braucht eine Arzt, der braucht eine medizinische Versorgung. Und er wehrt sich wirklich mit Händen und Füßen und irgendwann merkst du, dass dein Körper schlaff wird und er nur noch bewusstlos in seinen Armen liegt. Scheint nicht tot zu sein, aber er scheint zumindest das Bewusstsein verloren zu haben. Und die anderen Personen, die anderen Gäste stehen auf. Bravo! Bravo, so viel Leidenschaft! Das war das Schönste, was ich jemals gehört habe. Bitte, bringt den Mann ins Gästezimmer. Lasst ihn sich ausruhen. Für seine Mühen. Ja, das übernehme, glaube ich, am besten dann ich. Ich bin stark, ich kann ihn tragen. Das wäre jetzt kein Problem für mich, ein leichtes. Ja, die Wachen gucken müssen, aber nicken dann. Ja. Also du kannst dem mithelfen, wenn du möchtest. Also ich versuche ihm aufzuhelfen. Er kann in meinem Arm sich leicht bewegen oder mitschlörren. Ja, also du musst ihn halt tragen zusammen mit der Wache. Ja, das ist ja kein Problem. Ludwig. Ja. Lass nochmal eine Probe machen, bitte auf Verborgenes erkennen. Verborgenes erkennen habe ich 25 und es ist die 64. Okay. Also du hast ein bisschen das Gefühl, dass das Blut weniger geworden ist. Also du hast einmal hingeguckt, da war alles voller Blut und dann hast du gemerkt, okay, es ist ein bisschen weniger geworden, hast du das Gefühl. Und eine der Wachen, die ebenfalls mit dem Raum stand, geht so zum Klavier hin, das siehst du, guckt so ein bisschen komisch, scheint dann irgendwie verwirrt zu sein und geht dann wieder vom Klavier weg. Mhm. Irgendwie seltsam. Aha, was ist seltsam? Wie? Achso, ich dachte nur, sie haben... Ja, nix. Alles gut. Das ist merkwürdig. Passiert sowas häufiger hier? Nein. Aha. Gut, na, ich wende mich den anderen zu und sage, ja, das war ja eine grandiose Vorstellung, würde ich sagen. Habe ich Ihnen nicht so viel versprochen? Es war grandios, hat alle Erwartungen noch übertroffen. Damit habe ich nicht gerechnet, also das muss ich wirklich sagen. Ja, Luis sitzt an der Seite und scheint wirklich mitgenommen zu sein. Und wir schneiden noch einmal ganz kurz rüber zu Evelyn und zu Carmen. Mhm. Ihr schleicht die Treppe wahrscheinlich hoch. Ja. Ähnlich, aber hoffentlich leise. Ja. Da ist auch tatsächlich so viel Tohuwabohu gerade im Klavierzimmer, dass ihr da ohne Probleme relativ gut hochkommen könnt. Kommt in die Galerie. Von der Galerie befinden sich mehrere Türen, die von der Galerie abgehen, oben. Die wird halt über die Treppe mit dem Foyer verbunden und ihr könnt auch unten in das Foyer reingucken. Viele der Türen sind geschlossen, also eigentlich sind alle geschlossen. Galerie hat ebenfalls weiße Marmorfliesen und Geländer, die denen im Foyer ähneln. Ein roter Teppich führt über die gesamte Länge der Galerie, links herum und rechts herum. Und die Türen sind einfache Holztüren, die sehen jetzt nicht sonderlich kompliziert aus. Ausgenommen die eine große, opulente Flügeltür direkt in der Mitte. Direkt in der Mitte der Galerie oben. Mhm. Ihr geht davon aus, dass hier wahrscheinlich sich dahinter etwas Wichtiges befinden wird, weil die wirklich größer ist und opulenter. Und auch das Schloss sieht ein bisschen stärker aus. Aber ist die Frage, sieht das nach einem Arbeitszimmer aus? Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ein Arbeitszimmer ist doch üblicherweise etwas kleiner. Das sieht auch schon wesentlich größer aus. Mhm. Ja, auf eurer Karte seht ihr auch, wie viele Türen davon abgehen. Und ihr wisst auch grob, auf der rechten Seite befinden sich Gästezimmer und irgendwo auf der linken Seite müsste sich ein Balkon befinden. Aber und ein Türmchen, wenn ich das richtig sehe. Genau, die Villa hat auch ein kleines Türmchen. Wenn ich hier der große Typ wäre, dann würde ich mir das Zimmer sichern, was den Turm hat. Das dachte ich mir nämlich auch. Damit ich dramatisch über die Stadt schauen kann. Also links? Ja, links. Da würde ich auch hingehen, ja. Okay. Ihr geht zu der Tür, die nach links führt. Wisst nicht genau, was dahinter ist. Die Tür... ist geschlossen, verschlossen. Ich kenne mich mit Schlössern nicht sonderlich aus. Zumindest generell mit Mechanik schon. Gib mir doch mal die Haarnadel. Ja. Und ansonsten... Rufe mal bitte auf mechanische Reparatur. Das ist eine 14 von 80. In Windeseile hast du das Schloss geknackt, gibst dir die Haarnadel zurück und du öffnest die Tür
Und was sich hinter dieser Tür verbirgt, das erfahren wir in der nächsten Folge von Pen and Paper, Tor nach Carcosa. Es war mir eine Freude, euch hier beglückwünschen zu dürfen an diesem fantastischen Abend. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die da draußen zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank auch an alle Leute, die hier mitgeholfen haben, das Ganze so schön zu machen, so wie es hier im Endeffekt war. Die nächste Folge gibt es am 8.01.2021. Nächstes Jahr sind wir wieder für euch da. Ich würde sagen, wir verabschieden uns einmal ganz kurz. Mairi, du bist ja hier als Gast von Orkenspalter TV hier. Wo kann man euch denn finden und was erwartet man denn bei euch noch heute oder die nächsten Tage so? Also uns kann man finden auf Twitch und auf YouTube als Orkenspalter TV. Und das, was wir die nächsten Tage noch machen, ist die Conspiracy. Und da wirst du auch wieder betätigt sein, weil wir nämlich auch noch zusammen Shadowrun spielen und wir da das Finale von unserer schon lange laufenden Kampagne haben werden. Und die Conspiracy ist eben eine Online-Pen-and-Paper-Convention von den Leuten, die unter anderem Cthulhu rausbringen. Richtig. Auf Deutsch. Da Petersus. Kann man auf jeden Fall nochmal sagen, wenn ihr Bock habt, jetzt selbst mal Cthulhu auszuprobieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen haben wir in unserem Blog ein kleines Gewinnspiel für euch, wo ihr diese wunderschönen Bücher gewinnen könnt. Insgesamt haben wir 3 Pakete mit diesen beiden Büchern und noch 2 weiteren Büchern. Alle Sachen, die ihr braucht, um Cthulhu und Achtung Cthulhu zu spielen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Pegasus Verlag und an den Uhrwerk Verlag, die uns diese wunderbaren Geschenke für euch zur Verfügung gestellt haben. Und wie du gerade schon gesagt hast, Pegasus hat noch die Conspiracy dieses Wochenende. Wenn ihr da Bock habt, einfach mal Sachen auszuprobieren, da gibt es digitale Spielrunden. Schaut einfach mal vorbei bei pegasus.de/conspiracy. Da findet ihr eigentlich alle Informationen. Ja, und wie gesagt, die nächste Folge von PNP Tor nach Carcosa. Vielleicht das Finale, das werden wir noch einmal sehen. Findet am 8.01. hier bei Rocket Beans TV statt. Es war mir eine ganz große Freude, euch hier begrüßen zu dürfen. Habt vielen Dank. Und natürlich, wie immer, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Kommentar da. Lasst schön einen Daumen da bei YouTube. Das hilft uns immer sehr beim YouTube-Algorithmus. Und ja, empfehlt uns weiter, kann man doch sagen, oder? Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Vielen Dank fürs Liken. Ja, danke, gerne. Sehr cool. Noch habe ich ja die ganz schlimmen Sachen noch gar nicht ausgepackt. Aber da kommen wir nächstes Mal zu. Habt einen schönen Abend und habt am besten Kanalträume und lasst euch nicht vom König in Gelb fressen. Gute Nacht. Strange is the night where black stars rise. But stranger still is lost Carcosa.